Das Institut für Höhere Studien wurde 1962 als außenuniversitäres Forschungsinstitut in Wien gegründet. Rasch entwickelte es sich zu jenem Ort in Österreich, an dem eine neue Generation von Sozialwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in den Disziplinen Ökonomie, Soziologie und Politikwissenschaft von international renommierten Professoren und Professorinnen lernen konnten. Bis heute steht das IHS für exzellente Forschung am Puls der Zeit. Mit einer breiten Palette an Modellen und Methoden werden wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fragestellungen untersucht. Besonders prominent sind die Konjunkturprognosen, in denen das IHS vierteljährlich einen Blick auf die ökonomische Entwicklung Österreichs wirft. Das Institut für Höhere Studien forscht nicht nur für die wissenschaftliche Community, sondern vermittelt seine Erkenntnisse einem breiten Publikum. Evidenzbasierte Einschätzungen für politische Entscheidungsträger und Trägerinnen und fundierte, verständlich aufbereitete Informationen für Medien und Öffentlichkeit sind dabei zentral. Möglich wird das durch knapp 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich jeden Tag für diese Ziele einsetzen. Sie machen das IHS damit zu einem zuverlässigen und unabhängigen Partner für Politik und Gesellschaft und garantieren die hohe Reputation des Instituts. Trifft, das ist irgendwie, es hat schon einen Neuigkeitsfaktor und ist, ich finde es zumindest aufregend. Und auch sozusagen dieses Video-Setting, das alle jetzt irgendwie kennengelernt haben, in so einem größeren professionellen Kontext zu sehen, finde ich wirklich sehr spannend. Genau, ich soll einige Dinge zur Logistik sagen und werde das jetzt hier einmal vorlesen. Zunächst weist das IHS darauf hin, dass dieses Event nämlich aufgezeichnet wird und auf der Homepage bzw. auf vom IHS genutzten Videoportalen, zum Beispiel YouTube, veröffentlicht wird und dass auch das Publikum gefilmt wird, und zwar von der Kamera da drüben. Falls Sie nicht gefilmt werden möchten, können Sie bzw. müssen Sie jetzt bitte den Saal verlassen und können virtuell an der Veranstaltung teilnehmen. Für diejenigen, die live vor Ort sind, möchte ich nochmal auf die Vorsichtsmaßnahmen hinweisen, welche Sie auch als Zettel ausgeteilt bekommen haben. Und wir bitten Sie, diese jedenfalls während der gesamten Anwesenheit am IHS einzuhalten. Für diejenigen im Saal, die Fragen stellen möchten, bitte warten Sie, bis Sie aufgerufen wurden und das Mikrofon in der Hand halten, denn sonst können die virtuell zusehenden Teilnehmerinnen Sie nicht hören. Und für diejenigen, die virtuell zusehen, einige weitere Informationen. Den Link zur IHS-Datenschutzerklärung finden Sie in der Fragen- und Antwort-Sektion. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, können Sie die in die Frage-Antwort-Sektion schreiben. Die Fragen werden gesammelt und weitergegeben. Bitte beachten Sie, dass ähnliche Fragen zusammengefasst werden können und bei vielen Fragen aus Zeitgründen nicht alle während der Session gestellt werden. Das wäre auch für die Live-Fragenden wahrscheinlich der Fall. Falls Ihre Frage nur dem bzw. der Vortragenden gilt und gelten und nicht vorgelesen werden sollen, schreiben Sie das bitte explizit in Ihr Posting, okay, wegen der Anonymität. Und auch falls Sie eingeloggt sind und die Frage trotzdem anonym stellen sollten, beziehungsweise wollen, klicken Sie beim Fragestellen auf Anonym posten. Gut, so viel einmal zu den organisatorischen Sachen. Und ja, also auch ich bin ganz beeindruckt von den vielen Corona-Maßnahmen und es wirkt wirklich sehr, sehr durchdacht und gut durchgezogen mit Maske, Desinfektionsmittel und Abstand. Also das ist wirklich ein gutes Format. Kommen wir nun zum Inhalt. Session 1 heißt veränderte Arbeitswelten. Es wird mit einem längeren Vortrag losgehen und dann werden weitere Projekte etwas kürzer vorgestellt. Zum Schluss gibt es dann eben die Co-Creation Session, die allerdings nur für die hier Anwesenden ist und bei denen dann die online zuschauen, nicht mehr teilnehmen können. Zu den Vortragenden. Zunächst wird uns Christian Korunka von der Universität Wien eine Präsentation geben. Er ist Arbeitspsychologe und unter anderem im Rahmen der Corona-Krise jetzt auch in einer der Arbeitsgruppen des Future Operation Boards mit seiner wissenschaftlichen Arbeit tätig gewesen. Die erste der Kurzpräsentationen kommt dann von Katharina Mader von der WU Wien.
wo sitzt sie? Ich hatte und Franziska Disselbacher, genau, auch von der Universität Wien. Und zwar geht es um Mehrfachbelastung unter Covid-19, Homeoffice und Hausarbeit. Und das ist auch eine Studie gewesen, die man durchaus in den Medien verfolgen konnte, beziehungsweise die aufgegriffen wurde. Auch etwas, das ja sehr erfreulich war, dass sozialwissenschaftliche Forschung während dieser Krise durchaus große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Dann folgt ein Vortrag von Julia Bock-Schaplewein vom WIFO zu Beschäftigung in der Krise. Sie ist Ökonomin am WIFO und auch im Arbeitskontext tätig. Da ist ja der Schwerpunkt dieser Session. Und der letzte Vortrag kommt von Matthias Pasquan von der Statistik Austria, gemeinsam mit ihrer Kollegin Barbara Warneck-Sajic. Genau, da sitzen sie. Und es geht um aktuelle Arbeitsmarktdaten und Ergebnisse der Covid-19-Prävalenzstudien. Die sind ja bekanntermaßen von unserem Ministerium in Auftrag gegeben worden, hatten den Fokus, die Prävalenz zu erheben, haben aber vielleicht weniger bekannt, viele Daten erhoben zur persönlichen Situation der Personen, die eben im Rahmen dieser Studie befragt worden sind. Und dieser Teil dieser Studie wird heute im Fokus stehen. Gut, und jetzt möchte ich das Wort an Herrn Koronko übergeben. Die Folien. Ja, vielen Dank und willkommen. Ganz ungewohnt, einmal nicht nur in den Bildschirm reinsprechen zu können, wie die letzten Monate, wirklich Menschen zu sehen. Bei den Studierenden habe ich es immer so gemacht, weil, wenn man die ja nicht sieht, dass ich dann immer wieder frage, ob sie kurz die Hand heben, ob sie noch alle da sind. Das kann man sich da irgendwie sparen, man hat das Gefühl, ein Gegenüber zu haben. Ja, Covid-19-Herausforderung für die Arbeitswelt. Die Idee dieses Vortrags ist, Ihnen so eine Einführung zu geben in das Thema. Mein persönlicher Hintergrund ist ein mehrfacher, dass wir uns seit sehr langer Zeit schon mit unterschiedlichen Veränderungen in der Arbeitswelt beschäftigen. Dann kam Covid-19, wir haben relativ rasch einige Studien begonnen. Ich bin jetzt in diesem Gearing Board und ich habe mich die letzten Monate sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was heißt das für die Arbeitswelt? Und habe versucht, das jetzt in so einem 30-Minuten-Vortrag so als Überblick zusammenzupacken. Am Beginn stehen einige Thesen, die das gleich zum Ausdruck bringen sollen. Die gesamte Arbeitswelt ist natürlich in umfassender Weise von der Krise betroffen, nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und leider vermutlich auch langfristig, weil sie insbesondere in diesem Spannungsfeld von Gesundheit und Wirtschaft, das uns ja in höchstem Maße beschäftigt, die Daten aus dem Corona-Panel vorher waren ein gutes Beispiel dafür, dieses Spannungsfeld wird scheinbar offensichtlich vielleicht sogar noch größer. Gleichzeitig gibt es aber diese medialen Zuspitzungen, alle sind im Homeoffice und so weiter. Also wenn man den Medien glaubt, wird die Welt sehr verzerrt dargestellt und ich glaube, das ist auch da ganz wichtig. Es geht um evidenzbasierte Daten und Informationen, also es geht um eine gewisse wissenschaftliche Sachlichkeit und mit diesem Blick das sehr kritisch zu schauen, insbesondere auf Risikogruppen. Es werden einige Risikogruppen auch leider noch neu entstehen. Es gibt natürlich vor allem die Krise als Bedrohung. Ich habe da nicht Krise als Chance geschrieben, es gibt aber zumindest auch die Krise als Möglichkeit. Also es gibt schon auch beides, wobei natürlich die Bedrohung überwiegt. Insbesondere den letzten Punkt finde ich auch ganz wichtig, diese Polarisierungen in der Arbeitswelt, die ja schon seit Jahrzehnten mehr geworden sind. Es ist leider zu befürchten, dass die noch mehr werden in der nächsten Zeit. Ich beziehe mich da auf unterschiedliche Hintergründe. Es gibt schon einige Papers dazu, die das darstellen. Wir sind in dem Clearing Board schon länger mit diesem Thema beschäftigt. Ich bin der Österreich-Vertreter dieses European Network of Organizational Psychologists und ich habe versucht, das alles so quasi in einen Rahmenvortrag zu bringen und neuen Themenbereiche vorzustellen, die da in der Arbeitswelt jetzt einfach große Bedeutung bekommen. Österreich steht an sich nicht schlecht da. Das sind meines Wissens die einzigen Vergleichsdaten auf der europäischen Ebene, die es gibt momentan von Eurofund. Leider nicht perfekt repräsentativ, weil sie das nicht konnten offensichtlich, weil die haben an sich immer eine sehr hohe Datenqualität.
wurden im April erhoben. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrer Lebenssituation? Da gibt es eine Reihe von anderen Einzelitems. Österreich steht da eigentlich im Spitzenfeld mit solchen Ländern wie Ländern aus Skandinavien, Holland, Dänemark und so weiter. Also immer in fast allen Items eine erstaunlich gute Bewertung. Das ist schon noch ein Hintergrund, den man irgendwie sehen sollte. Ja, zu diesen Themenfeldern. Das erste Themenfeld ist natürlich Erhaltung von Gesundheit, Sicherheit und Produktivität in der gesamten Arbeitswelt. Das betrifft viele, viele Facetten. Es gibt natürlich Risikoberufe, die sie auch bleiben werden. Das sind Berufe, insbesondere natürlich im Medizinbereich, aber auch Berufe mit sehr intensivem Kundenkontakt, im Tourismus beispielsweise. Der Arbeitsplatz hat jetzt eine besondere Bedeutung, auch als Lebenswelt- und Modellsituation. Die zweite Welle steht ja vielleicht vor der Tür, wir wissen es nicht. Es geht um Compliance und der Arbeitsplatz ist der große Platz, wo Compliance einfach passieren kann. Also wenn dort Masken getragen werden, dann vielleicht auch außerhalb und so weiter. Also es geht um Sicherheitskultur. Das ist ein Thema, das uns halt hoffentlich nicht, aber vielleicht leider doch noch sehr beschäftigen wird. Es geht um diese Polarisierungen. Wertigkeiten von Tätigkeiten verändern sich, vielleicht auch nur kurzfristig. Die Supermarktkassiererinnen sind schon wieder vergessen eigentlich. Es geht natürlich um spezifische Risikogruppen. Die Älteren, die es ja schon vorher waren in gewisser Weise, werden es jetzt erneut, chronisch Kranke und so weiter. Und es gibt jede Menge an Konfliktpotenzialen. Und auch diesen Punkt sehe ich ganz zentral. Konflikte jetzt um Ressourcen, um Jobs und so weiter. Also Konflikte auf allen Ebenen. Und da ist sicher noch nicht das Ende zu sehen. Ein ganz aktuelles Beispiel aus einer eigenen kleinen Studie. Ich bin auch Psychotherapeut, insofern hat mich diese Berufsgruppe immer sehr interessiert. Wir haben eine relativ große Befragung von Psychotherapeutinnen gemacht. Das sind Daten vom April. Sie sehen da die Veränderungen der Arbeitsstunden und zwar mit Patientinnen mit ICD-Diagnosen. Das hat ja zwei Seiten. In dieser Zeit haben die Psychotherapeuten quasi nur 60% ihres Einkommens bekommen, wenn man es mal so sieht. Oder, also die Stunden sind ungefähr von, Sie sehen es da, von 15 auf 9 im Mittel zurückgegangen. Das heißt aber natürlich auch was für die Klientinnen, weil die natürlich in dieser Zeit nicht behandelt wurden. Das ist nur ein Beispiel, das pendelt sich wieder ein, aber steht für eine von vielen Berufsgruppen, die von solchen Veränderungen begleitet ist. Dann noch diese unterschiedlichen therapeutischen Richtungen. Sie sehen es, das ist ziemlich richtungsunabhängig einfach zu sehen. Inwieweit sich die Störungsbilder zu verändern, das halte ich eine für diese medialen Überschätzungen. Da wurden ja Studien präsentiert, die da ganz dramatische Befunde zeigen. Das scheint man nicht seriös zu sein, weil man das einfach noch nicht sagen kann. Also wenn man das seriös betrachtet, und das meine ich mit Evidenzbasierung, werden diese psychischen Effekte für die Patientinnen vermutlich erst sich langsam entwickeln und vielleicht auch leider noch mehr werden, aber genau da muss man auch aufpassen. Zweites großes Thema, Veränderung des Zusammenspiels von Arbeit und Familie. Natürlich auch diese ganze Sache mit dem Homeoffice, Flexibilisierung der Arbeitswelt, die gab es ja schon vorher. Das kam ja quasi in gewisser Weise auch zur richtigen Zeit, unter Anführungszeichen. Wir untersuchen schon länger das Homeoffice, es ist eigentlich flexible Arbeitswelt. Homeoffice ist das neue Modewort dafür. Der Wachstumsschub in Österreich hat in etwa letztes Jahr begonnen. Wir haben mit Deloitte letztes Jahr eine Studie gemacht, die schon das Potenzial gezeigt hat. Und die Krise kam da quasi auch weltweit eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Das betrifft vieles. Es ist natürlich ein Beruf für bestimmte Berufsgruppen, also dieses Polarisierungspotenzial ist da irgendwie zu sehen. Es steht da wirklich das Risiko und die Chance ganz eng nebeneinander. Also man sieht wirklich beides. Also es hat hohes Potenzial für Verbesserung, aber auch hohes Potenzial für Verschlechterung. Ob es wirklich ein Desaster für Feminism ist, bin ich mir nicht so sicher. Wird im nächsten Vortrag, glaube ich, noch deutlicher kommen. Mein Bild ist differenziert. Ich glaube das schon auch. Aber für mich sind solche Formulierungen in durchaus sehr anerkannten Zeitschriften Beispiel dieser medialen Übertreibung, die ich einfach problematisch sehe. Obwohl es natürlich stimmt. Sie werden gleich Daten dazu sehen. Es gibt natürlich auch wieder die andere Seite mit Work-Home, Enrichment, Integration und so weiter, ökologische Vorteile. Also es steht da sehr eng nebeneinander. Jetzt zu diesem Desaster for Feminists, unsere eigenen Daten. Sie sehen, wir haben Work-Life, also wir haben eine sehr große Homeoffice-Studie gemacht, relativ bald begonnen nach dem Lockdown. Wir haben da momentan 2300 Personen befragt über die letzten Monate. Sie sehen da die Daten von März, April. Kann natürlich auch nicht repräsentativ sein, gibt aber ein ganz gutes Bild. Sie sehen da jetzt getrennt dargestellt Frauen und Männer, solche mit und ohne Kinder im Haushalt. Und Sie sehen da den
roten Balken, den mit dem N von 240. Das sind die Frauen, wo Kinder im Haushalt leben. Und dort ist die Work-Life-Balance deutlich, also nicht nur signifikant, sondern auch in den Effektstärken deutlich darunter. Also sprich, das wäre eine Bestätigung dieser These. Also Frauen zahlen den Preis im Homeoffice quasi in der Krisenzeit. Wir haben das auch in Interviews zahlreich bestätigt, weil wer schaut auf die Kinder? Die traditionellen Rollenmuster springen wieder nach oben, ganz traditionell. Die Frauen sind überfordert und so weiter. Jetzt schauen wir uns aber diese Daten einen Monat später an. Das sind jetzt die Daten von Mai. Eben wie gesagt, nur ein Querschnitt letztlich, aber einigermaßen vergleichbar letztlich vom Sample her. Sie sehen, dass die Kinder sind wieder in der Schule und der Effekt geht weitgehend verloren oder verschiebt sich auf eine ganz interessante Weise, die man wieder aus einer Gender-Perspektive bewerten kann. Jetzt beginnen die Männer, wo Kinder im Haushalt sind, mehr darunter zu leiden, was eigentlich wieder in dieses traditionelle Rollenbild durchaus passen könnte letztlich. Also es ist wirklich sehr differenziert und das meine ich eben, dass man wirklich da Daten beachten sollte. Also der Unterschied ist schon sehr deutlich. Also dieser Effekt, den halte ich für sehr, sehr wesentlich. Aber er war letztlich begrenzt natürlich auf die Schulsituation, also auf den Lockdown, wo die Kinder nicht in der Schule sind. Und man kann das so und so interpretieren. Also man könnte sagen, ein Effekt, der sehr temporär ist natürlich, aber gleichzeitig ein Effekt, der dieses Gender-Thema und dieses traditionelle Rollenmuster in Österreich, in dem Land, das ja als eines der traditionellsten ja gilt in der westlichen Welt, wenn man sich diese Hofstede-Daten anschaut, passt natürlich wieder, springt das hoch und es ändert sich dann letztlich. Das leider größte Thema, was uns noch sehr beschäftigen wird, natürlich auch weltweit Zunahmen von Arbeitslosigkeit und Arbeitsunsicherheit, das dritte Thema. Zur Arbeitslosigkeit seit den berühmten Studien von der Maria Jahrhoder zu den Arbeitslosen im Mariental wissen wir, was das bedeutet. Also da brauchen wir keine neuen Befunde mehr. Es ist dramatisch, es ist furchtbar, weil quasi diese ganzen psychosozialen Funktionen, Aktivität, Kompetenz, Zeitstrukturierung, Kooperation, Kontakt, soziale Anerkennung, das alles verloren geht. Also das hat ja nicht nur die bekannten ökonomischen Folgen, sondern auch natürlich ganz massive psychologische Folgen. Aber das ist klar und das heißt, wir können beobachten, wie sich dieser Wert verändert und natürlich mit entsprechenden Zunahmen in all diesen negativen Bereichen rechnen. Was vielleicht noch dazu kommt, das Thema ist das Thema der Arbeitsunsicherheit, die hohe Verunsicherung in der Arbeitswelt. Also wenn da von der Kurzarbeit ein Viertel quasi als arbeitslos auf der Strecke bleibt, jetzt noch nicht, man noch nicht weiß, wer das ist, kommt eine unglaubliche Gruppe dazu, die jetzt von dieser Unsicherheit betroffen ist. Die Unsicherheit ist auch arbeitspsychologisch sehr gut erforscht. Es gibt da zahlreiche Meta-Analysen, die letztlich jede Menge negative Folgen aufzeigen. Also das Commitment sinkt, das Vertrauen in die Organisation sinkt natürlich dramatisch. Auch die Leistung sinkt. Die Bereitschaft zum Wechsel, die psychische Gesundheit, also letztlich, da ist ein Vorzeichen falsch, die Bereitschaft zum Wechsel steigt letztlich und das sind Transaktionskosten für die Unternehmen, da gehört ein Plus her, fällt mir gerade auf. Aber das heißt, die Effekte sind weit belegt und sind alle sehr, sehr negativ. Und das ist sicher ein Phänomen, das sich deutlich jetzt schon verschoben hat in diese Richtung und diese Effekte können wir jetzt schon erwarten. Also die Verunsicherung passt auch wieder zu den Daten vom Corona-Panel, wenn da, weiß ich nicht, 80% der Bevölkerung von wirtschaftlichen Problemen ausgeht, heißt ja, dass Unsicherheit dahinter steckt und Unsicherheit auch psychologisch betrachtet ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, der sich durch viele, viele Lebensbereiche setzt, der politische Auswirkungen hat im Sinne von Extremisierungen und. Also Arbeits-, also Verunsicherung gesellschaftlich übertragen als auf die Arbeitswelt als Arbeitsunsicherheit, das wird uns noch in sehr, sehr hohem Maße beschäftigen. Ja, und dann natürlich das Homeoffice, auch da wieder diese medialen Übertreibungen. Corona revolutioniert unsere Arbeitswelt, NZZ, zu Hause ist es am schönsten, die Zeit, also durchaus auch die Qualitätsmedien voll mit solchen euphorischen Meldungen und so weiter. Man sollte, wie gesagt, daran denken, einerseits, dass Homeoffice eine Tätigkeit für bestimmte hochgebildete Gruppen ist, also quasi eine gute Tätigkeit, die vielleicht sogar noch besser geworden ist. Und man sollte auch bedenken, eure Daten werden es noch zeigen, ich glaube, ihr seid bei 35% Homeoffice in der Spitzenzeit, so in der Größenordnung. Es sind seriöserweise viel weniger. Also die EU-Daten sagen
vor Covid-19 18% maximal der Personen im Homeoffice, und Homeoffice heißt dann ein Tag pro Woche daheim, also nicht 5 Tage die Woche und 100% der Bevölkerung. Dieser Wert ist in der westlichen Welt in etwa 35 bis, ich glaube nach euren Daten, ziemlich ähnlich bis 40% raufgegangen. Also in der Lockdown-Zeit waren etwa 40% der Personen im Homeoffice. Die Frage war nur, was haben die dort gemacht überhaupt? Also es war bei vielen sicher kein 100%-Job, sondern eine erzwungene Notlösung. Der Wert wird sich jetzt vielleicht einpendeln, und dort steckt auch das Potenzial drin, vielleicht bei, ich schätze mal, 25% der Tätigkeiten. Immerhin, das hat auch wieder beide Seiten. Also man könnte sagen, das sind halt viele oder wenige, aber man sollte nicht vergessen, es gibt viele Tätigkeiten, nämlich 3/4, die auch in mittelfristiger Zukunft zumindest nicht im Homeoffice geleistet werden könnten, weil sonst könnten wir nicht einkaufen, behandelt werden oder sonstige Dinge machen. Und auch der Handwerker im Homeoffice ist auch nicht unbedingt der, der beim Wasserrohrbruch besonders dienlich wäre und so weiter. Also es ist wirklich ein bestimmter Bereich, darum sage ich es auch so plakativ, und das sollte man einfach sehen. Dort gibt es viele Potenziale, auch Produktivität, ökologische Vorteile, Kostenreduktion für die Unternehmen. Das war ja auch einer der großen Treiber, auch dieser New Office-Bewegung, die auch einfach große Kosten spart. Auch hohe Qualität des Arbeitslebens durchaus, sehen wir auch in unseren Studien, aber andererseits auch Work-Life-Konflikt, die traditionellen Rollen, das Thema der Entgrenzung der Arbeit, mit dem wir uns auch schon sehr lang beschäftigen, in dem Sinne, dass man nicht abschalten kann, der Stress steigt und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge paradoxe Effekte, das macht Homeoffice auch für die Forschung so interessant, zum Beispiel in dem Sinne, dass man einerseits sehr viel Autonomie hat, andererseits aber sich selber an den Bildschirm fesselt und so weiter, also diese Abhängigkeit und Autonomie quasi als gleichzeitiges Phänomen, also ein hochspannendes Thema für die Forschung aus vieler Hinsicht mit vielen Potenzialen in beiden Richtungen, und jetzt ging es auch darum, halt diese Potenziale zu nutzen. Wir haben jetzt wieder mit den Leuten eine Studie gemacht, das sind jetzt ganz neue Daten, die erst schon letzte Woche ausgewertet wurden. Wir haben da 300 Expertinnen, also Leiter von Personalabteilungen, Personalentwickler und so weiter befragt, wie sie jetzt die Zukunft des Homeoffice einschätzen im Mai 2020, hoch euphorisch. Sie sehen, dass da bei uns wird das Ausmaß in den Mitarbeiterinnen Homeoffice nutzen nach Corona höher sein als zuvor. Etwa 80% stimmen dem zu. Da ist auch öffentlicher Bereich sehr, sehr stark vertreten. Kaum Unterschiede übrigens zwischen privaten und öffentlichen Bereich. Bei uns werden nach Corona mehr Mitarbeiterinnen im Homeoffice machen als vorher. Also einerseits mehr Personen und die länger. Das ist so die Einschätzung der Expertinnen im Mai. Und die spannende Frage ist jetzt, was wird davon überbleiben? Und da ist jetzt schon auch die Potenzialfrage drin. Und das halte ich für eines dieser großen Themen. Das eine Extrembild wäre Rückkehr zum Normalzustand, weil die Chefs sehen ihre Mitarbeiter doch ganz gern, weil so sicher ist man sich nicht, dass die alle daheim arbeiten. Klammer auf, die Forschung bestätigt eindeutig, dass die Produktivität steigt, Klammer zu, aber das ist nicht der Punkt, sondern das Vertrauen der Führung ist ein riesengroßes Thema. Die technischen Möglichkeiten sind zwar da, aber nicht optimal genutzt und so weiter. Also da ist es schon die große Frage drin, wie wird dieses Potenzial, das ja auch ein ökologisches Potenzial auch letztlich ist, weiter genutzt werden. Damit in Verbindung dieses nächste Thema, ich habe es genannt, neue Formen virtueller Zusammenarbeit. Frage an Sie alle, wer kannte den Begriff Zoom und WebEx vor oder Big Blue Button oder sonst was vor dem 1. März 2020? Ich gebe es zu, MS Teams kannte ich, Zoom jedenfalls nicht. Also es gibt neue Worte, Zoom gehört da offensichtlich dazu. Zoom haben, ich glaube, fast niemand gekannt oder Jitsi und all diese Dinge. Sprich, da ist plötzlich ein neues Potenzial da. Das ist wirklich hochinteressant. Natürlich gab es das vorher schon. Also Skype, was ja aus heutiger Sicht ein völlig antiquiertes Medium rein schon von der Oberfläche ist und so weiter. Also da steckt wirklich hohes Potenzial drin. Aber natürlich viele Herausforderungen. Wir haben es gerade nebenan wieder gesehen. Der schönste Übergang war bei der Kollegin aus Italien am Ende, wie die Kamera noch weitergelaufen ist und all diese Dinge. Also man kann mit diesen Medien noch nicht wirklich umgehen. Es gibt technische Probleme und so weiter. Und es ist noch immer die ganz ernste Frage,
was bedeutet das in der Qualität der Kommunikation? Die scheint man noch überhaupt nicht letztendlich beantwortet zu sein. Es gibt viele, viele Erfahrungen. Ich habe es gerade wieder in dieser Psychotherapiestudie sehr interessant gefunden, dass Psychotherapeuten und Therapeutinnen sehr viel mit diesen Medien und sehr gut arbeiten können. Das typische Zitat, ich hätte mir gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber und so. Also da gibt es sehr viele differenzierte Beobachtungen, insbesondere die Qualität der Kommunikation. Was bedeutet diese informelle Ebene, was geht verloren und so weiter? Was bedeutet auch die langfristige Zusammenarbeit? Man sollte auch nicht vergessen, wir sind ja noch immer in einer sehr kurzen Lernerfahrung von vielleicht einigen Monaten. Was heißt das langfristig für ein großes Projekt und so weiter? Und insbesondere dieser Umgang mit Konflikten, der vielleicht noch zunimmt und andererseits über Zoom halt relativ schwer konstruktiv lösbar ist. Also da ist sicher noch viel an Potenzial drin. Unsere Studien zeigen dazu, jetzt für den Bereich der öffentlichen Verwaltung nur als ein Beispiel ausgewählt, diese Videoanrufe, sprich also Zoom und so weiter, ist doch noch ein relativ kleiner Teil der Kommunikation. Führungskräfte nutzen das mehr, aber wenn man die Nutzungshäufigkeit sieht, das ist im nicht öffentlichen Bereich nicht viel anders. Da ist eine große öffentliche Verwaltung. Sie sehen, dass noch relativ viel konventionell kommuniziert wird über E-Mails, wo man übrigens die Spielregeln auch nicht gelernt hat, bei Zoom schon gar nicht. Das ist auch psychologisch ein interessanter Effekt. Also wir wissen bis jetzt nicht, was eine richtige Antwortzeit für eine E-Mail ist. Als Professor bei den Studierenden ist es relativ leicht. Man wartet dann eine Zeit lang, irgendwann kommt die zweite E-Mail, ist aber nicht ganz optimal vielleicht. Aber auch in Unternehmen ist das nicht so klar. Es gibt da sehr wenige Spielregeln schon bei den E-Mails und die gibt es ja schon Jahre, Jahrzehnte lang und so weiter und schon gar nicht bei der Videokommunikation, also das heißt, da ist schon noch ein Potenzial, sowohl was die Menge betrifft, aber natürlich auch, wo die Grenzen sind, die genau zu erkennen und wie schauen da überhaupt Spielregeln aus. Also ich sehe das wirklich als eines dieser ganz großen Felder. Nächstes Thema wird ein ganz anderes, Entwicklung des Unternehmertums und der selbstständigen Arbeitswelt. Ein hochspannendes Thema, kann man ja ideologisch von vielen Seiten betrachten. Also die kreative Zerstörung von Schumpeter passt natürlich, ist aber natürlich auch eine bestimmte Sichtweise auf das Phänomen. Also wenn jetzt quasi in der Gastronomie ein Viertel verloren geht, dann wäre es eine vielleicht sogar notwendige Marktbereinigung, die sowieso passiert wäre, die es einfach verstärkt ist. Es entstehen zahlreiche neue Potenziale. Es ist genau dieses Kreative des Unternehmergeistes einfach sichtbar wird. Also wenn da in der Krise sehr bald jemand irgendein kreatives Gastronomieprodukt auf der Straße verkauft hat und solche Dinge, sind da zwar Mikrophänomene, aber die sagen ja was aus über das Phänomen selber. Natürlich Wirtschaftsbelebung. Aber andererseits natürlich jede Menge von Herausforderungen. Wir haben uns jahrzehntelang eigentlich mit Gründerforschung beschäftigt, mit dem Potenzial von Unternehmensgründern. Da war zum Beispiel immer klar, Scheitern ist Teil einer Unternehmensgründung. Ein Drittel muss einfach scheitern. Das ist genau in diesem kreativen Prozess quasi erforderlich in gewisser Weise. In Österreich aber kulturell in keinster Weise verankert. Scheitern ist mit Scham behaftet. Hat natürlich auch viele Aspekte für Lebenswelt, für Ökologie und so weiter. Und da wird vieles kommen, zum Beispiel das Thema der Buschgründungen. Es gab ja schon nach der ersten Wirtschaftskrise diese Überlegungen, Gründungen aus der Arbeitslosigkeit als Potenzial zu sehen. Leider funktionieren die halt nicht so gut, weil sie sind eben Buschgründungen. Man wird reingestoßen ins Unternehmertum und ist dann eben nicht so erfolgreich, wie wenn es eine Bullgründung wäre, wo man mit einer tollen Idee quasi von innen heraus etwas umsetzt. Es wird vermutlich wieder an den Finanzierungen scheitern. Das Thema der EPUs, der Ein-Personen-Unternehmen, ist sicher ein großes Thema, die auch hochproblematisch sind, die natürlich Potenziale haben, aber auch viele Risiken mit sich bringen. Die soziale Absicherungsfrage, die auch in den letzten Monaten massiv diskutiert wurde. Die Belastungen, jetzt wieder psychologisch betrachtet, in der Gründungsphase. Also auch da wirklich beide Seiten nebeneinander. Also einerseits quasi jede Krise als Chance, dieses sehr abgedroschene Zitat stimmt ja auch für Unternehmertum, also in Krisen entstehen unternehmerische Prozesse, aber gleichzeitig haben sie natürlich auch einen sozialen Preis und dieser soziale Preis kann auch wieder in die Polarisierung letztlich gehen. Dazu habe ich so relativ aktuelle Daten aus den USA gefunden, von seinem Global Startup Survey im April 2020 durchgeführt.
das Runway ist da jetzt keine Landebahn, man findet es nicht einmal in seinem Übersetzungsprogramm. Das heißt, wie lange kann ein Unternehmen finanziell überleben, wird im Amerikanischen als Runway bezeichnet. Und Sie sehen, da geben 40% der Unternehmen an, maximal 3 Monate. Also das ist so eine weltweite Befragung, 3 bis 4 Monate, also oder 1 bis 3 Monate genau in der Größenordnung. Sprich, also in etwa 40% der Unternehmen haben wenig Spielraum. Und wenn die Krise halt jetzt 2, 3 Monate gedauert hat, dann ging das vielleicht gerade noch. Wenn aber diese oft genannte zweite Welle kommt, dann ist die Luft da draußen letztlich. Sprich, dieses unternehmerische Thema wird uns auch noch in sehr hohen Maße beschäftigen. Diese weltweiten Daten zeigen extreme Parallelen auch über die Länder hinweg. Also da ist Österreich natürlich nicht anders oder auch die EU nicht wesentlich anders. Also das sind Dinge, wo man schon abschätzen kann, was jetzt das mittelfristig bedeuten könnte. Und wie gesagt, immer auch diese Perspektive der Zeitachse. Also es gibt diese kurzfristigen Phänomene, das war zum Beispiel dieses Homeoffice-Phänomen in dem Lockdown, aber das ist was ganz was anderes als diese mittellangfristigen unternehmerischen Entwicklungen, die uns jetzt noch sehr, sehr lange und wie gesagt vermutlich auch sehr intensiv beschäftigen werden. Naja, dann natürlich neue Herausforderungen für die Führungskräfte. Die Mitarbeiterführung war bereits in der neuen Arbeitswelt der letzten Jahrzehnte eine große Herausforderung. Führungskräfte haben vieles an Ressourcen, aber haben auch, sind gefordert in einem Maß wie nie zuvor. Und das wird natürlich in der Krise stärker, weil Führung über Distanz und all diese Dinge dazukommen. Es gibt also einige Führungskonzepte, die da diskutiert werden, diese paradoxe Führung, die Wirtschaft und Gesundheit quasi integrieren möchte, diese Identity Leadership, die von der Person des Führers erneut ausgeht, die Healthy Leadership, die die Gesundheitsaspekte ins Zentrum rückt und ganz besonders wichtig, diese Autonomy Supportive Leadership, auf die ich da kurz noch eingehen möchte, weil ich glaube, dass die wirklich ein Führungsmodell auch mittelfristig für die Zukunft ist, dass jetzt schon ihr Potenzial zeigt. Es geht um Unterstützung von Autonomie. Unterstützung von Autonomie ist eben im Homeoffice ganz zentral oder überall dort, wo Distanzen dazukommen. Das Phänomen wird zunehmen. Da braucht man Vertrauen. Also die erste Erfahrung, die man ja selber als Führungskraft macht, in der Wissenschaft sind es halt die Pre-Docs, also arbeiten die wirklich daheim, Klammer auf, Klammer zu. Aber natürlich arbeiten sie daheim letztlich. Also wie gesagt, die Studien, und man kann sich als Wissenschaftler auf das dann zurückziehen, sagen das ja eindeutig. Also es ist relativ klar, dass die Produktivität steigt, aber so im Luhmannschen Sinne ist die Homeoffice-Situation ein Vertrauensvorschuss. Der muss geleistet werden von der Führungskraft. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und dann geht es darum, die Autonomie zu unterstützen. Und Autonomie unterstützen kann nicht laissez-faire heißen, sondern das heißt solche Dinge, die da stehen. Sprich, Autonomie braucht klare Rahmenbedingungen, braucht klare Vorgaben, braucht klare Vereinbarungen und braucht vor allem viel Unterstützung. Autonomie braucht Feedback. Also ein Chef, der sagt, mach daheim und bring das irgendwann, so funktioniert es eben nicht. Es geht um permanentes Feedback. Es geht darum, nicht direkt Kontrolle inhaltlich auszuüben, sondern einfach Feedback zu geben, Ziele neu vereinbaren und so weiter. Also mit dieser Art von Führung werden wir uns sicher noch vermehrt beschäftigen müssen. Das Konzept gibt es jetzt eigentlich gar nicht so lang, seit einigen Jahren erst, und die empirischen Befunde sind da auch relativ, also ganz eindeutig eigentlich, und dass dieses in diesen virtuellen Situationen eine Möglichkeit der Führung ist. Und dann natürlich Thema 8, die weitere Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse, die es ja auch schon vor der Krise gab, natürlich. Krisen sind halt leider auch Entwicklungsschübe für prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Herausforderungen sind da völlig klar. Es ist die sozioökonomische Situation, insbesondere auch die Verunsicherung. Also sowas wie Leiharbeit geht halt mit der permanenten Unsicherheit einher, neben der ethischen Frage, wenn man das von den Wertigkeiten von der Maria Jahoder sich überlegt, was Arbeit für einen psychosozialen Wert hat, dann ist der Begriff Leiharbeit ja schon kaum oder Leasing kaum an Zynismus zu überbieten. Aber es gibt natürlich eingeschränkte Qualität des Arbeitslebens, natürlich eingeschränkte berufliche Möglichkeiten.
hohe Transaktionskosten für die Unternehmen, das wird nämlich vergessen. Also Leiharbeiter entwickeln keine Bindungen und jeder Austausch kostet ja auch Geld. Es gibt auch Hinweise, wir haben auch einmal versucht mit der AUVA Daten auszuwerten. Es gibt sicher eine Tendenz, dass Leiharbeiter mehr Unfälle auch im Produktionsbereich verursachen, weil sie einfach weniger ausgebildet sind. Also die Transaktionskosten der Leiharbeit werden unterschätzt und das sind natürlich nicht nur Transaktionskosten, sondern auch menschliche Kosten letztlich. Also das heißt, Leiharbeit kostet auch der Gesellschaft, kostet auch den Menschen und die Kurven sind da relativ klar. Die Wachstumszahlen sind evident. Es gibt dann immer in der Krise, Sie sehen da ganz eindeutig die 2008er, 2009er Krise, den kurzen Rückgang, weil man kann ja dann steuern mit den Leiharbeitern. Das passiert jetzt, also das Unternehmen BMW, glaube ich, plant 6.000 oder 8.000 oder noch mehr Leiharbeiter abzubauen in den nächsten Wochen oder Monaten. Also das sind schon Größenordnungen, das wird jetzt in Kürze wieder passieren, aber es wird natürlich genauso weiter raufgehen. Das ist auch völlig klar, die Zahlen, das sind Zahlen, vom Momentum, glaube ich, aus Österreich, die deutschen Zahlen schauen haargenau gleich aus. Also quasi der ständige lineare Anstieg, der quasi immer kurz vor Krisen unterbrochen wird. Wirtschaftlich kurzfristiger Nutzen, keine Frage. Der soziale Preis gesellschaftlich wird diesen Nutzen wohl letztlich überwiegen, nehme ich einmal an. Beziehungsweise es kommen natürlich auch ethische Wertigkeiten da ganz stark zum Tragen. Wenn ich das so deutlich sage, sage ich es natürlich auch als Arbeits- und Organisationspsychologe, wo die Qualität des Arbeitslebens und die Humanisierung der Arbeitswelt einfach ein ganz großer Wert ist. Letzter Punkt noch, die ganzen Fragen, die jetzt neue Karriereverläufe und HR-Bereiche und so weiter betreffen, die werden durch die Krise auch ganz neu gefordert. Das sind die veränderten Generationsbedürfnisse, die vielleicht sogar positiv sind, weil eine Generation Y oder Z, je nachdem wie man sie nennt, auch Homeoffice-affin ist und auch Work-Life-Balance so als Wert quasi sehr, sehr stark vertritt gegenüber der Unternehmen. Es geht natürlich jetzt auch beim ganzen HR-Management um diese ganzen Homeoffice-Themen, also wie gesagt in den großen Unternehmen jedenfalls. Es geht um eine Flexibilisierung der Karriereplanung. Es gibt dann noch einige spezifische Herausforderungen, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Zum Beispiel die Situation der Lehrlinge, die halte ich für ganz entscheidend. Das Lehrlingsmodell, das duale System ist ja in den deutschsprachigen Ländern ein Erfolgsmodell. So bedroht wie jetzt war es auch noch nie, weil natürlich, ich glaube, jetzt schon ein Viertel der Lehrstellen weggefallen ist. Also das ist ein großer Problembereich, der auch so ein bisschen unterbelichtet oft ist, habe ich den Eindruck, oder auch zwischen die Felder Arbeit und Bildung irgendwie fehlt. Ich halte den für ganz, ganz wichtig. Die älteren Arbeitnehmerinnen als Risikogruppe, also es geht schon seit langem darum, Leute arbeitsfähig zu halten, eben nicht mit 58 in Frühpension zu gehen, sondern bis 65, 67 zu arbeiten. Das heißt, psychologisch betrachtet quasi Arbeitsbedingungen zu schaffen, die das möglich machen, die auch so sind, dass das wirklich geht, auch unter schweren Bedingungen. Jetzt kommt noch diese medizinische Belastung dazu. Es geht um diese neue Frage von Work-Home-Integration. Die sehen es dann, das ist von einer weltweiten Unternehmensberatung natürlich auch so ein plakatives Modell. Sie zeigen im Grunde, dass alle Bereiche von HR letztlich auch durch die Krise betroffen sind. In allen Bereichen steckt Potenzial, aber das HR oder Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und so weiter, muss ich quasi umfassend wirklich an diese neue Situation anpassen. Ja, das sind diese neuen Themenfelder, die kann man noch kurz zusammenfassen. Also ich habe den Eindruck, dass sich diese Risikobereiche inzwischen schon halbwegs gut abschätzen lassen. Das war am Anfang sicher nicht so. Also in dieser Lockdown-Situation war das noch sehr, sehr, sehr verzerrt, auch durch fehlende Daten verzerrt, medial verzerrt und so weiter. Ich glaube, dass man es jetzt schon relativ gut abschätzen kann, zumindest die Problemfelder identifizieren kann und diese, ob das 9 sind oder 10 oder 8, ist jetzt nicht der Punkt, aber ungefähr dieses Spektrum an Themenstellungen kann man schon recht gut erfassen. Das Ausmaß ist natürlich schwer abschätzbar. Also die zweite Welle würde natürlich einen dramatischen Unterschied machen. Es geht insbesondere um kurz-, mittel- und langfristig. Ich glaube, die Zeitachse ist auch sehr, sehr wichtig. Ich kenne es sehr gut aus der Stressforschung. Also Burnout als Thema wird jetzt noch nicht da sein als Folge von Covid-19. Ist völlig unmöglich. Burnout dauert Jahre, Jahrzehnte. Und das heißt, wenn jetzt ein Mediziner in seinem Krisenbereich arbeitet, wird er oder sie bis jetzt vielleicht noch
ganz gut aushalten, aber in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in 5 Jahren kann das schon ganz anders aussehen. Das heißt, da gibt es durchaus sehr, sehr langfristige Folgen, die momentan noch gar nicht erkennbar sind, wo man überlegen kann, das sind vielleicht Risikogruppen. Damit eben zahlreiche Gestaltungspotenziale. Ich sehe es auch als eine echte Chance für evidenzbasierte Entscheidungen. Das ist genau die Chance, das wurde auch in der Eröffnung angesprochen. Man hat den Eindruck als Wissenschaftler, wenn man sehr pointiert formuliert, man wird zum ersten Mal ernst genommen. Man kann es ein bisschen differenzierter sehen, aber so eine Präsenz der Wissenschaft, der Sozialwissenschaft habe ich, jetzt bin ich auch schon alt genug, bis jetzt nicht erlebt eigentlich. Und das sehe ich schon als eine echte Möglichkeit. Es ist fast eine euphorische Stimmung in der Wissenschaft mit diesem, ich glaube, sind 70.000 Covid-Publikationen, sehr angenehm für die Wissenschaftler, weil wenn man sich das Peer-Review sparen kann übrigens, das ist ja auch doch ein Aspekt, wurde auch vorher genannt, also alle diese Publikationen, insbesondere auch die medizinischen, haben keinen Peer-Review-Prozess durchlaufen, das muss ich einmal vorstellen, das ist ja für einen Wissenschaftler, der an Ablehnungsquoten von 95% gewohnt ist, schon bemerkenswert, aber natürlich auch für die Qualität der Forschung interessant, also all das, was der publiziert hat, hat mediale Qualität im schlimmsten Fall. Also auch das sind Themen, die ich für ganz wichtig halte, aber letztlich die große Chance für die evidenzbasierte Forschung. Und natürlich dieses Spannungsfeld Wirtschaft-Gesundheit, das wird so evident wie noch nie. Und natürlich ist die Arbeitswelt die Situation, wo das halt besonders evident ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Korunker, für diesen sehr spannenden Vortrag. Und ich fand es auch wieder, wie schon der erste Eindruck war, also man knüpft sofort an irgendwelche persönlichen Erlebnisse während der Homeoffice-Zeit an und kann sich in manche Phänomene, die Sie hier da sozusagen wissenschaftlich dargestellt haben, sofort reinversetzen. Und ich glaube, auch das ist jetzt eine Chance für die Sozialwissenschaften, weil oftmals, es wird so gesagt oder es ist wirklich so, werden sozialwissenschaftliche Diskurse ein bisschen als abstrakt erlebt oder als langweilig. Und jetzt können viele Leute wirklich unmittelbar mit den Daten irgendwie mit persönlichen Erfahrungen anknüpfen. Und ich glaube, das ist eine große Chance. Vielen Dank. Und als nächstes übergebe ich das Wort an Franziska Disselbacher. Ich möchte mich auch zunächst für die Einladung bedanken und die Möglichkeit, unsere Ergebnisse hier zu präsentieren und zu diskutieren. Es ist auch für uns sehr spannend, endlich wieder mal an einer Live-Veranstaltung teilnehmen zu können. Genau, ich arbeite seit Anfang März mit meinen Kolleginnen Judith Derndorfer, Eva Six, Vanessa Lechinger und der Katharina Mader an einem Projekt mit dem Titel Mehrfachbelastungen während Covid-19. Und in diesem Rahmen beschäftigen wir uns vor allem mit den geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Lockdowns im Konkreten und der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Nur kurz, die Katharina Mader lässt sich entschuldigen, aber meine Kollegin Judith Derndorfer ist anstelle von ihr hier. Genau. Kurz zu Beginn ein paar Worte zur Motivation und zum Hintergrund, warum wir diese Studie überhaupt begonnen haben. Wir wissen, dass bereits vor dem Lockdown die unbezahlte Arbeit sehr zu Lasten von Frauen verteilt war. Das geht aus der, wenn auch veralteten, Zeitverwendungserhebung der Jahre 2008, 2009 hervor. Da haben wir gesehen, dass ungefähr 2/3 der unbezahlten Arbeit von Frauen erledigt wird. Wenn wir hier von unbezahlter Arbeit sprechen, dann meinen wir Kinderbetreuung, Hausarbeit und auch Pflege. Und dieser Lockdown hat einfach die in Summe zu erbringende unbezahlte Arbeit in den Haushalten wirklich deutlich erhöht. Und viele Tätigkeiten haben sich ins Private verlagert. Aufgrund der Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen, durch Homeschooling, auch durch die Nichtverfügbarkeit von Großeltern oder Bekannten, die ansonsten unterstützen und dann aber aus gesundheitlichen Gründen geschützt werden
mussten auch durch zu Hause kochen statt irgendwie Mittagsmenü oder Kantine. Und es sind auch ansonsten zugekaufte Tätigkeiten wie Reinigungskräfte, Babysitterinnen, 24-Stunden-Pflegerinnen plötzlich irgendwie weggebrochen. Und die Menschen haben aber sehr viel Zeit zu Hause verbracht, was in vielen Haushalten zu einer Situation geführt hat, dass einfach über diese Verteilung der hinzukommenden unbezahlten Arbeit neu verhandelt werden musste und sich die Frage gestellt hat, wer macht das, wie regeln wir jetzt unseren neuen Alltag? Und als immer mehr Länder einen Lockdown verhängt oder verordnet haben, gab es unter den Ökonominnen zwei große Thesen oder Argumente, was das jetzt für Geschlechterverhältnisse bedeuten kann. Das erste Argument war, dass die Krise eigentlich eine Chance, ein Segen eben für Gleichstellung sein kann und eine gleichere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zur Folge haben kann oder wird. Ein Argument in diesem Zusammenhang war eben, dass Männer während des Lockdowns im Homeoffice oder aufgrund von Arbeitslosigkeit plötzlich endlich und erstmals sehen würden, wie viel Zeit die von Frauen erbrachte unbezahlte Arbeit eigentlich beansprucht und wie belastend das für Frauen zusätzlich zur Erwerbstätigkeit auch sein kann. Und in weiterer Folge wären dann die Männer in Zukunft eher bereit, einen größeren Teil dieser Arbeit zu übernehmen, was eine gleichere Verteilung der unbezahlten Arbeit im Haushalt zur Folge haben wird. Und aufgrund dieser gleicheren Verteilung der unbezahlten Arbeit zu einer höheren Erwerbstätigkeit der Frauen führt und so auch die bezahlte Arbeit gleicher verteilt ist. So das eine Argument. Dem entgegen steht irgendwie so diese These der Katastrophe für den Feminismus und die Frauen, wo die Idee oder die Hypothese ist, dass eben bestehende Strukturen in der Verteilung der unbezahlten Arbeit im Haushalt fortgeschrieben werden, lediglich auf einem höheren Niveau an Stunden, weil einfach mehr an unbezahlter Arbeit zu erledigen ist und diese Arbeit vor allem von den Frauen gemacht wird und der Lockdown so Frauen besonders negativ trifft. Wir haben einerseits diese zwei divergierenden Hypothesen spannend gefunden und es war auch sehr auffällig, dass geschlechtsspezifische Aspekte vor allem fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem hohen Frauenanteil in den sogenannten systemerhaltenden Berufen diskutiert worden sind. Und aufgrund der fehlenden Evidenz der besonderen Situation haben wir dann zwischen 20. April und 14. Mai, das war wirklich die Phase der strikten Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen, eine Online-Befragung durchgeführt. Themen, die wir abdecken, sind einerseits die eigene Zeitverwendung und Angaben über die Einschätzung der Zeitverwendung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Partnerinnen. Wir haben uns dann der Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria orientiert und die Befragten gebeten, über ihren letzten Werktag in Intervallen von 15 Minuten Auskunft zu geben. Wir haben viele Kategorien vorgegeben. Beispiele waren Kochen, Putzen, Homeschooling, Freizeit, Gestaltung der Kinder, Erwerbsarbeit oder auch einfach nur Schlafen. Und der Fragebogen war so gestaltet, dass diese 15-Minuten-Intervalle sich auf 24 Stunden summieren mussten und die Menschen über ihre Haupttätigkeit in einem dieser Intervalle Auskunft geben mussten. Das hat sich aber für viele der Befragten als sehr schwierig herausgestellt, weil sich Nebentätigkeiten massiv verstärkt haben, also Multitasking, weil es für viele eben war, Erwerbsarbeit neben Kinderbetreuung, Kochen, neben E-Mail schreiben, so. Genau. Wir haben auch die Verteilung der Kinderbetreuung und Hausarbeit vor Corona und die Einschätzung diesbezüglich für die Zukunft abgefragt, wobei wir dieses nach Corona, wie wird es dann sein, der subjektiven Interpretation der Befragten überlassen haben und da keinen Zeitpunkt oder Zeitraum vorgegeben hatten, auf den sich diese Einschätzung beziehen sollte. Für einen Teil der Fragebögen
Vor allem für in gemeinsamen Haushalten lebende Paare können wir die Fragebögen verknüpfen. Das heißt, wir kennen die Einschätzung über die Zeitverwendung des Partners bzw. der Partnerin und die Eigenangabe dieser Person. Das heißt, wir können Fremd- und Selbsteinschätzung bezüglich der Struktur der Zeitverwendung gegenüberstellen. Und auf diese drei Themen werden wir uns auch in der Präsentation der Ergebnisse heute fokussieren. Wir hatten zusätzlich noch ein Modul zur Arbeitssituation im Homeoffice, zur mentalen und psychischen Gesundheit. Wir hatten einen experimentellen Teil zur Zustimmung zu geschlechtsspezifischen Normen und zu Diskriminierungen basierend auf Geschlecht. Und wir haben die Erwerbssituation vor Corona zum Zeitpunkt der Befragung und die soziodemografischen Merkmale der im Haushalt lebenden Personen erhoben. Schlussendlich haben 2113 Menschen diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt. Es ist jedoch keine repräsentative Stichprobe. Wir haben im Vergleich zur österreichischen Erwerbsbevölkerung sehr viele Frauen, Wienerinnen der Altersgruppe 30 bis 49 Jahre. Wir haben auch überproportional viele Akademikerinnen mit Kindern unter 15 Jahren im gemeinsamen Haushalt. Und bei uns waren 64% der Befragten im Homeoffice und weitere 18% zumindest teilweise im Homeoffice. Wir gehen aber davon aus, dass wir eine Stichprobe haben, in der im Vergleich zur österreichischen Bevölkerung die unbezahlte Arbeit im Haushalt gleicher verteilt ist. Und ich bitte Sie einfach, das nur ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, über wen wir hier eigentlich sprechen. Also ist die Situation hochgebildeter Frauen im Homeoffice in Wien. Genau, und ich übergebe jetzt an meine Kollegin Judith, die ein paar Ergebnisse vorstellen wird. Vielen Dank. Ich werde Ihnen nun die ersten Ergebnisse präsentieren und auch, wie Franziska schon gesagt hat, die Daumen vor allem bei den Männern, also 500 Männer haben sich teilgenommen. Das sind die schon Männer, die mit dem Thema unbezahlte Arbeit, Homeoffice eher aufgeschlossen sind. Zu den ersten Ergebnissen, also ganz oben sieht man links oben den Durchschnitt über alle Personen, die mit der Erfahrung teilgenommen haben. Sieht man ein Bild, das jetzt wenig überrascht wird, also die Vorjahre, die Vorschläge gehört, dass Österreich ein sehr traditionelles Land ist. Das sieht man auch hier wieder. Wir wissen das auch aus der letzten Zeiterhebung. Das bezahlte Arbeit, das ist jeweils der grüne Anteil, wird eher von Männern berichtet, da ist der Unterschied etwa eine Stunde im Schnitt, die Männer mehr mit bezahlter Arbeit verbringen. Bei der unbezahlten Arbeit dreht sich hier das Bild. Unbezahlte Arbeit wird eigentlich von Frauen gemacht, da beträgt der Unterschied etwa 2 Stunden. Wenn man jetzt bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit zusammenaddiert, das ist dann die Höhe des Balkens, sieht man auch, dass Frauen mehr Arbeit verrichten, wie als Männer etwas zusammenzieht. Wenn man sich die sonstige Paarhaushalte ansieht, das sind jetzt Paarhaushalte entweder ohne Kinder oder wenn die Kinder älter sind, dass die Verteilung relativ gleich ist, sowohl von der bezahlten Arbeit als auch von der unbezahlten Arbeit. Aber auch nichts Neues, sobald Kinder im Haushalt sind, vor allem jüngere Kinder, wird die Verteilung wieder sehr traditionell. Man sieht hier einerseits, wie hoch der Anteil der unbezahlten Arbeit ist. Also das sind drei Frauen, die 9,5 Stunden, die sich pro Tag verpflichten, eben weil Kindergärten zuständig sind, die Großeltern zur Verfügung stehen. Aber auch, dass hier wieder mehr unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird. Und noch ein Punkt, das ist ganz recht außen, da waren alleinerziehende Frauen von der Krise sehr stark betroffen, die weiterhin gearbeitet haben und auch unbezahlte Arbeit sich mit aufteilen konnten mit einem Partner. Die haben im Schnitt die meiste Arbeit geleistet, in etwa 15 Minuten pro Jahr. Dann haben wir eben noch abgefragt, wie dann die Verteilung von unbezahlter Arbeit vor, während, also der Befragungszeitpunkt war und nach der Einschätzung, wie es danach sein wird. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch für die Allgäuer, die Internetzugang. Sonst müssen Sie ja einfach glauben.
Man sieht das hier dynamisch. Einerseits geht es jetzt darum, bei der Wiesenverteilung außerhalb. Und hier geht da die Stiftung, aber in der Mitte ist eben dieser Tageszeitpunkt. Ganz links ist die Wiesenverteilung und ganz rechts ist die Wiesenverteilung. Und einerseits, dass in circa Hälfte 55% der Personen haben angegeben, dass in einem Haushalt Lebens- und Haushalt relativ ähnlich verteilt ist. Hier ist es von 1, die Frau macht alles, bis zu 11, der Mann macht alles. Und die gelben Balken sind so Felder, das sind Teil des Sexwerte, die 50% man hier sieht. Aber das Anteil der Haushalte, die Frau mehr macht, also dieser grüne Anteil, ist auch relativ höher. Das sind ca. 36% im Vergleich zu den Haushalten, wo der Mann hauptsächlich für den Haushalt zuständig ist. Was man auch sieht, dass es hier doch zu Veränderungen gekommen ist durch die Auskunftsbeschränkungen, das sieht man anhand dieser Römer. Aber wenn man sich auch jede Kategorie ansieht, ist es der Status quo, der immer die meisten Fälle war, wenn man sich jetzt gut ansieht. Also wenn man vorher schon die Frau mehr gemacht hat, dann ist auch die Verteilung in der Sektion. Man sieht auch, dass tendenziell in Paarhaushalten, wo die Frau schon mehr gemacht hat, es doch zu mehrheitlichen oder dass es doch eine Tendenz gibt, dass es dann gleicher verteilt wird. Man sieht das hier, dass dieser Teil größer ist als der Anteil der Personen, die gesagt hat, okay, es wird jetzt eigentlich eben noch mehr Richtung Verteilung belasten der Frau. Das sieht man hier bei den Haushalten, wo es eher ungleich belastende Frauen verteilt werden. Bei den Haushalten, wo die Verteilung schon relativ gleich ist, ist das Bild nicht mehr so klar, wenn es so die Haushalte, wo es entweder gleich geblieben ist oder dann eher zu lassen der Frau aufgeteilt wurde. Auch ein paar Fälle, wo dann der Mann mehr im Haushalt, verliebt hat. Man sieht dann auch eben ganz rechts, wie wird die Verteilung denn sein, sieht man anhand der Balken, dass man einerseits nicht sagen kann, okay, das ist jetzt die Corona-Krise eine Katastrophe für den Tourismus, aber es ist auch keine Zäsur, was die schlechten Normen angeht. Es ist einfach die Vermutung da, dass sich nach der Krise vielleicht im Haushalt etwas ähnlicher verteilt, aber jetzt nicht, dass 50% der Haushalte in die Arbeit verteilt werden. Wir haben uns das Ganze auch für die Tierbetreuung angesehen, wo das Bild eigentlich relativ ähnlich ist. Man sieht aber hier auch sehr deutlich, dass Tierbetreuung noch Frauenarbeit ist. Dieser grüne Anteil, wo die Frauen eigentlich für die Tierbetreuung zuständig ist, ist einfach ein vieles höher, wie es bei der Hausarbeit ist. Es sind weniger Haushalte, wo die Kinderbetreuung wirklich richtig aufgeteilt ist. Das ist eben dieser Punkt. Und noch viel weniger, wo der Mann mehr für die Kinderbetreuung zuständig ist. Und hier sehen wir eben wieder schon Veränderungen, aber dass es auch nach der Krise Kinderbetreuung mehrheitlich Frauen verteilt wird. Und ein bisschen die Erwartung ist, dass es mehr Krieg geben wird, aber auch keine große Sektorgruppe ist. Dann eben diese Selbst- versus Fremdeinschätzung. Das konnten wir in dieser Verknüpfung von Haushalten von 88 die sektoren Zahlen durchführen. Hier nur zwei Punkte. Es ist einerseits interessant, dass beide sowohl Männer als auch Frauen von sich selber angeben, jeweils drei Stunden im Hausarbeit zu verrichten. Aber, das wäre natürlich nicht einig, aber sie sind sich auch einig, dass Frauen im Schnitt eine halbe Stunde mehr Hausarbeit machen als Männer. Das heißt, Männer gehen über die Frauen an, dass sie dreieinhalb Stunden putzen, backen, kochen, einkaufen etc. Während Frauen angeben, dass Männer im Schnitt bei der Kinderbetreuung sind sie sich relativ einig, dass Frauen im Schnitt etwa 5,5 bis 6 Stunden für die Kinderbetreuung zuständig sind, während Männer um die 3 Stunden für die Kinderbetreuung zuständig sind.
Als letzten Punkt noch zu den Feineinschätzungen. Hier ist wieder die Frage nach der Verteilung. Wie schätze ich das selber ein? Wie schätzt es eigentlich mein Partner, meine Partnerin ein? Also die X-Achse ist die Verteilung laut der Frau und die Y-Achse die Verteilung laut des Mannes in Paarversagen, wo wir beide antworten können. Die 45-Grad-Linie wäre das dann die Einschätzung absolut sich deckt. Aber wir sehen, dass das meistens der Fall ist oder zumindest in diesem Korridor, wo der Unterschied nicht sehr groß ist, so plus minus eine Kategorie auf dieser Skala. Man sieht bei der Hausarbeit ein paar Ausreißer, das sind diese kleinen Quadraten entweder links oben oder rechts unten, wo die Frau der Meinung ist, der Mann macht mehr und der Mann der Meinung ist, die Frau macht mehr. Das kommt auch vor, eher bei der Hausarbeit, bei der Kinderbetreuung sehen wir solche Ausreißer nicht. Also wir denken, dass wir diese Parteneinschätzungen, selbst wenn wir keine Informationen zum Partner haben, das eigentlich schon sehr gut trifft, was die Person mit dem Fragebogen ausgefüllt hat, hat sie gut angegeben. Und zur Schlussfolgerung. Ich versuche das noch in 30 Sekunden zusammenzufassen. Ja, wir sehen in erster Linie, dass eben Frauen wirklich hier, auch wenn es Bewegungen gibt, einen Großteil dieser zusätzlichen anfallenden Arbeit übernommen haben. Und unsere These ist auch, dass Homeoffice alleine wenig an der Verteilung der unbezahlten Arbeit irgendwie verändert. Zwei weiterführende Fragestellungen für uns sind einerseits die Frage der Vereinbarkeit jetzt während der Sommermonate, weil viele Menschen ihren Urlaubsanspruch aufgebraucht haben, keinen Anspruch auf Pflegefreistellung mehr haben und Kinderbetreuungseinrichtungen im Sommer häufig lange Schließzeiten haben. Und andererseits auch die Frage nach der Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung in einer Situation, wo die institutionellen Betreuungseinrichtungen dann wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Genau, danke. Ja, vielen Dank an Sie beide. Und weil wir ein sehr dichtes Programm haben, übergebe ich gleich an Julia Bock-Schappelwein und ersuche Sie, Ihre Fragen für die Schluss-Q&A-Runde zu notieren. Auch von meiner Seite einen schönen Vormittag. Vielen herzlichen Dank zu dieser Präsenzveranstaltung. Ich habe Ihnen eine Kurzpräsentation für heute. Ah. Gut. Wie war das mit dem Lerneffekt? Gut. Ich habe Ihnen für den heutigen Vormittag eine Kurzpräsentation vorbereitet zur Beschäftigungssituation in Österreich, zur Beschäftigungslage seit Mitte März. Und ich möchte Ihnen einen Überblick geben über das Ausmaß der Beschäftigung, über die Struktur der Beschäftigung seit dem Lockdown Mitte März. Und diese Beschäftigung war nicht nur so diese Strukturmerkmale des heute anzuschauen, sondern auch ein bisschen so diese längerfristige Perspektive hier in den Blickwinkel zu haben. Hintergrund, also oder wenn Sie nachlesen wollen, mehrere Details zu diesen Ausführungen finden Sie in den WIFO Research Briefs. Wir haben seit Mitte April 3 dazu verfasst. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, die Beschäftigungseinbruch, also wir haben ja bis Mitte März ist ja noch die hatten wir noch Beschäftigungszuwächse, mit dem Lockdown ging es dann abrupt bergab. Das heißt, wir haben im März bei der aktiven unselbstständigen Beschäftigung für den März ein Minus von 5% Beschäftigungsminus. Wenn man sich jetzt anschaut, was bedeutet dieses Minus 5% Beschäftigung, müssen wir erst einmal einen längerfristigen Vergleich einmal schauen, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal ein Beschäftigungsminus in Österreich. Und das war Jahresanfang 2010, also das heißt, im März hatten wir den ersten Beschäftigungsrückgang wieder seit 10 Jahren. Und wenn man das Ausmaß sich anschaut, also minus 5%, dann müssen wir schon ziemlich weit nach rückwärts gehen in die Vergangenheit und zu schauen, wo war denn so eine ähnliche, vergleichbare Situation mit ähnlich hohen Beschäftigungsrückgängen. Und da müssen Sie fast 70 Jahre in die Vergangenheit gehen, zu Jahresende 1952,
als die Beschäftigung in Österreich, die unselbstständige Beschäftigung in Österreich um 5,9% rückläufig war. Wenn man sich damals die WIPO-Monatsberichte aus dieser Zeit liest, kam da eine Fülle von Faktoren zusammen, die hier eingewirkt haben. Einerseits war es natürlich die Saisonalität, also diese Saisonbeschäftigung war rückläufig. Zweitens war dann Anfang 1952 war auch die Konjunktur, gab es auch Probleme mit der Konjunktur. Die Konjunktur trübte sich in Österreich ein. Und drittens kam noch dazu, dass wir einen sehr frühen Wintereinbruch hatten in diesem Jahr. Und das bewirkte in Summe, dass die Beschäftigung in Österreich um 5,9% damals zurückging. Helmut Kramer, wenn man es ein paar Jahre später dann anschaut, hat diese Phase damals bezeichnet, eben als die sogenannte Stabilisierungskrise 1952-53. Das heißt, der Beschäftigungsrückgang, den wir gesehen haben, jetzt zusammenfassend im März, war erstens mal der erste seit 10 Jahren. Und von der Höhe her müssen wir 70 Jahre zurückgehen, um ein ähnliches Ausmaß zu sehen. April hatten wir ebenfalls noch das minus 5%. Und jetzt im Mai hat sich der Rückgang etwas verlangsamt und jetzt sind wir bei minus 4%. Gemessen mit der Arbeitslosigkeit, wir hatten ja den stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik und wenn man es jetzt in Kombination setzt mit zur Beschäftigung, sehen wir, dass wir jetzt Arbeitslosenquote, also März 12,3, April 12,7, jetzt im Mai wieder 11,5% haben. Auch hier müssen wir auch ein ziemlich weit zurückgehen und zu schauen, also wann hatten wir ähnlich hohe Niveaus von Arbeitslosenquote und da sind wir diesmal im Winter 53/54. Also auch wieder knapp 70 Jahre retour. Ein noch stärkerer Rückgang der Beschäftigung in Österreich konnte durch die Kurzarbeit, durch die Corona-Kurzarbeit abgemildert werden. Und wenn man sich jetzt da anschaut, also wie schauen die Zahlen aus, hatten wir den Maximum an Personen in Kurzarbeit jetzt Ende Mai mit knapp 1,36 Millionen Menschen, also fast 1,4 Millionen Arbeitskräfte in Österreich sind oder waren damals in Kurzarbeit, jetzt sind wir bei knapp 800.000. Und nun jetzt ein kurzer Blick auf die Branchen. Wo waren die stärksten Beschäftigungseinbußen? Und natürlich ganz klar, vor allem im März, das war der Tourismus, das Gaststättenwesen, das Beherbergungswesen. Und da kamen eben mehrere Faktoren zusammen. Auf der einen Seite eben wurden lokale Gaststätten geschlossen und zugleich, was war zusätzlich noch? Wir hatten eine Wintersaison, wir waren mitten in der Wintersaison, Ostern war noch nicht, also das heißt, wir hatten eigentlich die Wintersaison ist noch gebrummt oder war noch im vollen Gange und auch hier musste vorzeitig alles geschlossen werden. Das heißt, eigentlich den Rückgang, den wir normalerweise eigentlich erwartet hätten, der immer irgendwann entweder im März oder im April, je nachdem, wann Ostern ist, fällt, der wurde vorgezogen auf Mitte März. Da hatten wir eben einen Beschäftigungsrückgang in der Gastronomie, also Gastgewerbe, Beherbergung, Gaststättenwesen von knapp 40%. Ebenfalls vergleichsweise hoch im März war vor allem der Beschäftigungsrückgang auch in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Und da spielt eben, was Sie vorher auch gesagt haben, der Arbeitskräfteverleih eine sehr große Rolle. Das war eben der Indikator dafür, dass wir zwar jetzt, wenn Sie runterschauen, also die Sachgüterzeugung selbst hat kaum vergleichsweise geringe Beschäftigungseinbußen, aber wo das starke Beschäftigungseinbußen waren in dieser Zeit, war im Arbeitskräfteverleih knapp 24% weniger Beschäftigung, zusätzlich dann auch noch die Reinigung und natürlich auch das gesamte Reisebürowesen, was aber dann eher dann im April und Mai dazugekommen ist. Und im März, die drittstärkste Branche, die Beschäftigungseinbußen verzeichnete, war das Bauwesen, minus 10%. Klar, viele Baustellen, wenn Sie zurückdenken, war ja die Diskussion, viele Baustellen wurden geschlossen. Und dann hat man gesagt, na eigentlich, man schaut dann eben, dass nach Ostern soll es wieder hochgefahren werden. Das sehen Sie auch hier in den Zahlen. Beispielsweise, Sie hatten noch im März einen Beschäftigungsrückgang von 10% im Bauwesen. Im April hat sich das halbiert auf 5% und jetzt im Mai auf 2,5%. Also da sieht man, also hier werden die Baustellen wurden wieder hochgefahren. Andererseits sieht man, wenn Sie jetzt in dieser dritten Bereich sich anschauen, den Kunstbereich, da war eigentlich der Beschäftigungsrückgang im März noch vergleichsweise geringer. Und das hat sich aber dann nachgezogen, April und Mai, als eben die Unsicherheit immer noch da war, wie schaut es aus, wie geht es weiter im Kunstbereich, wie geht es weiter im Sportbereich. Bei den sonstigen Dienstleistungen, da fällt vor allem das gesamte Friseurgewerbe rein, da sieht man eben beispielsweise, da hatten wir den stärkeren Rückgang der Beschäftigung noch im April, klar, weil die Friseure durften erst wieder Anfang Mai aufsperren. Gut. Wenigen Branchen, wo es doch noch Beschäftigungsplus gab, war eben einerseits das Gesundheitswesen und andererseits eben der gesamte IKT-Bereich.
Wenn man sich das jetzt nach Geschlecht getrennt anschaut, sieht man einmal, erstens einmal von der Größenordnung her, dass vor allem im März die Konzentration bei den Frauen viel stärker auf den Tourismussektor konzentriert war als beispielsweise bei Männern. Und wenn man sich anschaut, wo waren die großen Branchen, wo waren die großen Beschäftigungsrückgänge, bei den Männern war es eben die Gastronomie, klar, eben die, dass eben die Saison war weg, beziehungsweise die Gaststätten wurden geschlossen und die Hotellerie. Dann natürlich der große Bereich des Baus, aber das hat sich wieder reduziert, das sehen Sie mit diesem zweiten, also Dunkelocker-Bereich, wo eben immer wieder geringer wurde, eben April und Mai. Dann natürlich die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, vor allem der Arbeitskräfteverleih. Aber dann auch der Verkehr und ganz unten noch der Sachgüterbereich. Bei den Frauen war es ganz stark der Beschäftigungsrückgang eben auch Gastronomie. Aber dann kamen schon die sonstigen Dienstleistungen, sprich eben sehr viele Friseurinnen, die darin enthalten sind. Dann die wirtschaftlichen Dienstleistungen, was aber da bei den Frauen vor allem nicht der Arbeitskräfteverleih war, sondern auch der ganze Reinigungsbereich und natürlich der Handel, weil wir Handel hatten wir die ersten Öffnungen wieder oder Lockerungen dann im April und dann das Nachziehen dann jetzt im Mai. Und das sieht man auch hier in den Daten sehr gut. Nach personenbezogenen Merkmalen, wer waren jetzt diejenigen, die sehr stark von diesem Beschäftigungsrückgang betroffen waren? Eben, wir haben gesehen, also zuerst noch im März waren es relativ gesehen etwas mehr Männer als Frauen. Das hat sich jetzt eigentlich eingependelt, sind relativ gesehen eben Frauen und Männer ähnlich gleich. Aber nach Alter deutlich mehr junge Menschen als ältere. Vor allem, das hat auch etwas mit den Beschäftigungsbereichen von Älteren zu tun. Aber auch, und wenn Sie das Ganze jetzt in die ersten zwei Bereiche sich oben anschauen, wer waren diejenigen, die besonders betroffen waren? Es waren überwiegend Arbeiter und Arbeiterinnen. Also knapp 9 von 10 verloren gegangene Arbeitsplätze waren Arbeiterinnen in Österreich. Gut, das war der erste Bereich zur Beschäftigung, aber zusätzlich zur unselbstständigen Beschäftigung haben wir uns noch angeschaut, jetzt im letzten Research Brief, wie schaut es jetzt aus mit der geringfügigen Beschäftigung? Wie hat sich da die Beschäftigung entwickelt in den letzten Monaten seit dem Lockdown? Und da sehen Sie, März ein Fünftel weniger Beschäftigung, also -20%, April 17% weniger und im Mai hat sie sich wieder etwas eingebremst, der Rückgang auf 12%. Wenn Sie sich jetzt in diesem März- und April-Werte sich anschauen bei der geringfügigen Beschäftigung, wir haben ungefähr 350.000 geringfügige Beschäftigte im Jahresdurchschnitt in Österreich. Im April hatten sie ein Niveau knapp im Vorkrisenjahr 2008, jetzt sind sie ungefähr beim Niveau von 2011. Und wodurch zeichnet sich eben die geringfügige Beschäftigung in Österreich aus? Also wir haben eben diese Einkommensgrenze, es ist unfallversichert, aber in diesem Bereich sind deutlich mehr Frauen als Männer beschäftigt. Also das heißt, wir haben knapp 2/3 Frauen in der geringfügigen Beschäftigung, bei den unselbstständig Beschäftigten, aktiv Beschäftigten sind wir bei knapp 45% und deutlich mehr junge Arbeitskräfte. Das heißt, eben beispielsweise in der unselbstständigen Beschäftigung haben wir ungefähr 11% Arbeitskräfte unter 25. In der geringfügigen Beschäftigung haben wir knapp das Doppelte mit 21%. Und ein Drittel der geringfügigen Beschäftigung konzentriert sich auf Handel und Tourismus. Und natürlich die Bereiche, die sehr stark von der Krise betroffen waren. Und da sehen Sie auch, wenn Sie sich anschauen, die Beschäftigungseinbußen in der geringfügigen Beschäftigung nach Branchen. Da hatten wir im März und April knapp einen Beschäftigungsrückgang von -60% im Tourismus. Klar, ist natürlich eben einerseits eben wie vorhin schon, die Gaststättenwesen sind alle zugesperrt worden, Hotellerie ist zugesperrt worden und natürlich auch zusätzlich noch die Saison war auch vorzeitig beendet. Aber -60% Beschäftigungsminus im Beherbergung- und Gastronomiebereich, aber auch wenn Sie sich anschauen, der dritte Bereich, der Kunstbereich, eben auch so wie bei der unselbstständigen Beschäftigung, im März noch nicht so stark der Beschäftigungsrückgang, aber der hat sich dann verstärkt eben im April und Mai, vor allem im April, weil da war die Unsicherheit, wie geht es weiter im Kunstbereich, wie schaut es aus, wie schauen die Öffnungen aus. Auch hier war ja eigentlich diese Phase geprägt von Unsicherheit und das sieht man auch hier in den Beschäftigtenzahlen, also im massiven Rückgang. Personenmerkmale schon wie zuvor gesagt, also beispielsweise eben massiv stärkerer Rückgang, auch Frauen viel stärker betroffen als Männer und vor allem junge Arbeitskräfte, die sehr stark von Beschäftigungseinbruch oder Beschäftigungsrückgang, wenn Sie so wollen, betroffen waren. Natürlich sehr viele junge Menschen
sind neben der Ausbildung, vor allem wenn sie ein Studium machen oder auch in der Schule sind, geringfügig beschäftigt. Und das sieht man hier in diesen Daten sehr deutlich, eben auch die Herausforderung für diese Personengruppe. Ja, ich brauche noch mal eine Minute, letzter Ausblick. Was ist die Entwicklung in den nächsten Monaten? Sehr viel Unsicherheit natürlich. Und es sind halt sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen, beziehungsweise die Beschäftigungsentwicklung in den nächsten Wochen, Monaten determinieren werden. Es ist die Gesundheitslage, das Infektionsgeschehen, aber auch die Erwartungshaltung der Unternehmen, unser Verhalten, also das Verhalten der Konsumenten und Konsumentinnen und natürlich auch die Wirkung von Stützungs- und Konjunkturmaßnahmen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich darf gleich das Wort übergeben an Matthias Pasquan und Barbara Warnig-Seitsch von der Statistik Austria und darf noch einmal diejenigen, die im Livestream zuhören, daran erinnern, Sie können Fragen auch über das Q&A im Internet, im Chat stellen. Sehr häufig Jobs aufgenommen und Beschäftigungsbeendigungen gibt es zum Monatsende. Funktioniert es nicht? Okay. Dann so, hoffentlich hört man mich jetzt auch online. Dankeschön. Wie gesagt, normalerweise eben Beschäftigungsaufnahmen zum Monatsbeginn und an Montagen und Beschäftigungsbeendigungen dann typischerweise in erster Linie zum Monatsende. Im März 2020 war das natürlich ganz anders. Man sieht wunderbar die zwei sehr großen Balken in Rot gehalten Mitte März. Das waren der 15. und der 16. März 2020, der Sonntag, bevor der Lockdown in Kraft getreten ist und der Montag, der 16., an dem dann tatsächlich der Lockdown in Österreich in Kraft getreten ist. An diesen beiden Tagen haben jeweils mehr als 35.000 unselbstständig Beschäftigungsverhältnisse wurden beendet, allein an diesen beiden Tagen. Auch in den darauffolgenden Tagen gab es noch ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Beschäftigungsbeendigungen und noch einmal einen massiven, also sehr viele Beschäftigungsbeendigungen am 31. März. Das war so die heiße Phase der Beschäftigungsbeendigungen. Was man aber auch sieht, ist, dass im April und Mai sich die Lage dann, was Beschäftigungsbeendigungen betrifft, deutlich entspannt hat, sage ich jetzt einmal. Und man sieht auch, wenn man sich den April und den Mai ansieht,
die einzelnen Lockerungsmaßnahmen, die im Laufe der Zeit ergriffen wurden. Also wie gesagt, der Lockdown da am 16. März. Am 15. April durften kleinere Geschäfte, Baumärkte, Gartencenter und Ähnliches wieder öffnen. Und man sieht das auch sehr schön in einer relativ hohen Anzahl an Beschäftigungsaufnahmen, die es genau an diesem Tag gegeben hat. Wie ging es dann mit den Lockerungsschritten weiter? Dann haben wir Anfang Mai, am 2. Mai durften dann auch die größeren Geschäfte öffnen. Die Friseure, die von sehr vielen schon heiß ersehnt wurden und ähnliche Dienstleister. Und man sieht diesen Lockerungsschritt auch in einem deutlichen Anstieg an Beschäftigungsaufnahmen wieder. Und schließlich am 15. Mai durfte dann endlich die Gastronomie wieder aufsperren, was sich ebenfalls in den Daten durch ein erhöhtes Aufkommen an Beschäftigungsaufnahmen widerspiegelt. Die Hotellerie und Ähnliches durften dann erst am 29. Mai wieder öffnen. Das ist in diesen Daten hier noch nicht wirklich zu sehen. Das sind alles Daten, Hauptdatenquelle sind, wie von vorher schon gezeigt, die Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger. Und da ist unser Datenstand, den wir aktuell verfügbar haben, bis Ende Mai enthalten. Ich habe mir das Ganze dann noch nach ein paar Branchen differenziert angesehen. Sie sehen hier die Entwicklung im Bau. Auch hier sieht man im März sehr viele Beschäftigungsbeendigungen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Branchen ist der Bau sehr früh wieder angesprungen. Es war ja auch, wie auch meine Vorrednerin schon gesagt hat, am Anfang relativ unklar, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt, darf die Baustelle, darf da jetzt gearbeitet werden oder nicht. Und bereits Anfang April hat es vermehrt wieder Beschäftigungsaufnahmen gegeben und ganz besonders stark dann am 14. April, wo also die ersten Lockerungsmaßnahmen in Kraft getreten sind, da ist der Bau so richtig in Schwung gekommen. Und wenn man sich das Bild da so insgesamt anschaut, so den Saldo der roten Balken im März und den Saldo der blauen Balken im April und im Mai, sieht man, dass die zugegebenermaßen vielen Beschäftigungsbeendigungen, die es da in der zweiten Märzhälfte gegeben hat, sind im Bau de facto wieder kompensiert worden durch Beschäftigungsaufnahmen im April und Mai. Also da sind wir im Wesentlichen wieder auf einem Normalzustand, was das Beschäftigungsniveau betrifft. Wobei man dabei natürlich nicht vergessen darf, dass Jobs zu kündigen, nicht die einzige Möglichkeit ist für ein Unternehmen, auf wirtschaftlich schwierige Zeiten zu reagieren. Es sind natürlich noch immer sehr viele Personen, auch in der Baubranche, in Kurzarbeit. Es gibt viele andere Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um auf wirtschaftlich schwierige Zeiten zu reagieren. Aber wenn man jetzt rein mal die Beschäftigungsbeendigungen und Wiederaufnahmen betrachtet, was diesen Aspekt betrifft, hat sich der Bau, sage ich jetzt einmal, wieder erholt von dieser Corona-Krise. Schauen wir uns dann noch die sonstigen Dienstleistungen an. Das ist die Branche, wo zum Beispiel Friseure, Masseure, Fußpfleger, all diese persönlichen Dienstleistungen hineinfallen. Da sieht man ganz massiv Anfang Mai einen großen Schwall an Beschäftigungsaufnahmen und auch in dieser Branche ist es so, dass zu einem guten Teil, bei weitem noch nicht vollständig, aber zu einem guten Teil wurden die Beschäftigungsbeendigungen der zweiten Märzhälfte durch die Beschäftigungsaufnahmen vor allem Anfang Mai wieder weggemacht. Also da ist circa 2/3 sind da wieder kompensiert worden der Beschäftigungsbeendigungen, die es gegeben hat. Okay. Eigentlich wollte ich da jetzt eine Folie weiter. Ja.
Dann haben wir hier noch mitgebracht die Beherbergung und Gastronomie, die, wie wir alle wissen, ganz besonders stark und schwer getroffen war von dieser Krise mit einer wirklich enormen Zahl an Beschäftigungsbeendigungen im März und nur einem ganz zaghaften Belebung Mitte Mai, mit dem, wo eben 15. Mai die Gastronomie zumindest wieder öffnen durfte. Hotels waren ja weiterhin bis Ende Mai geschlossen. Also hier sieht man erst ein zaghaftes Wiederbelebung der Situation in der Beherbergung und Gastronomie. Einen anderen Aspekt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist die Wochenarbeitszeit. Wie schon gesagt, seinen Job zu verlieren ist das eine, aber auch die, die ihren Job behalten haben, haben natürlich teilweise deutlich weniger Stunden gearbeitet, als das üblich war. Im März sind im Monatsdurchschnitt die Wochenstunden auf etwas unter 30 zurückgegangen, allein aufgrund der letzten beiden Märzwochen. Im April hat es dann noch einmal einen deutlichen Rückgang der Wochenarbeitsstunden um weitere knapp sieben Stunden gegeben. Besonders betroffen die Beherbergung und Gastronomie natürlich und der ganze Bereich der Kunstunterhaltung und Kunstunterhaltung und Erholung, so heißt, die da besonders stark betroffen waren. Was man aber auch in den aktuellsten Zahlen vom Mai sieht, ist, dass es auch, was den Aspekt der Wochenstunden betrifft, im Mai wieder eine leichte Erholung, wieder einen leichten Anstieg gibt. Also das sieht man auch bei den Wochenstunden, dass es hier wieder um etwa 5 Stunden einen Anstieg in der Wochenarbeitszeit gibt. Und damit übergebe ich an meine Kollegin. Gut, dann mache ich es auch mit dem Mikrofon. Ja, hallo, mein Name ist Matthias Paschkwan und wir wechseln jetzt ein bisschen vermerkt von Registerdaten wieder zu Befragungsdaten aus einer Erhebung. Die beiden Studien, die ich Ihnen heute hier vorstellen möchte, sind die Covid-19-Prävalenzstudien, die wir bei der Statistik Austria durchgeführt haben. Eben durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung finanziert. Ja, das Hauptziel der Covid-Prävalenzstudien, wahrscheinlich das, was auch medial am meisten getragen wurde, war es natürlich, Dunkelziffer zu bestimmen. Das heißt, wie viele Leute sind tatsächlich oder halt geschätzt mit Konfidenzintervallen in Österreich infiziert. Natürlich ist da immer eine Befragung im Vordergrund, die vorher stattgefunden hat, vor diesen Abstrichen, weswegen wir auch die Chance genutzt haben, jetzt nicht nur wirklich auf die Gesundheit anzuschauen, sondern auch andere Aspekte zu betrachten. Das heißt, wir sind hier auch der Frage nachgegangen, wie geht es den Menschen in der Krise? Wir haben Fragen zu Wohlbefinden gestellt, zu Gesundheit, zu Symptomen, zur Arbeitssituation, zu möglichen Folgen, die erwartet werden von Personen. Und auch zum Beispiel zu Maßnahmenakzeptanz. Man muss natürlich beachten, dass das Hauptziel war die Bestimmung der Dunkelziffer, deswegen die anderen Schwerpunkte natürlich jetzt nicht so stark verfolgt wurden, wie sie in anderen Studien, die heute schon vorgestellt wurden, ja, der Fall waren. Gut, kurz noch zu den beiden Studien, also Mitte, Ende April 2020 und Mitte, Ende April, Mai 2020. Haben diese beiden Studien stattgefunden. Sie sehen, im April hatten wir noch ein Brutto von 2.800 Personen in der Stichprobe gezogen, über ganz Österreich verteilt, was so die untere Grafik abbilden soll. Hier haben dann so knapp 1.576 Personen den Fragebogen beantwortet und von 1.400 wurde dann dieser Abstrich gemacht, wo wir wussten, ob die Person aktuell auch infiziert ist mit dem Coronavirus. Im Mai haben wir die Studie nochmal gestartet, haben hier ein höheres Brutto von Anfang an bestimmt, weil wir davon ausgegangen sind, dass das öffentliche Interesse gesunken ist. Also es hat sich natürlich die Wahrnehmung der Bevölkerung verändert. Man weiß, man ist nicht mehr so sehr gefährdet, Coronavirus zu bekommen, weil die Infektionszahlen runtergegangen sind. Deswegen haben wir das Brutto erhöht, haben dann so circa genau viele Personen im Fragebogen beantwortet, so zu 1.528 und bei 1.280 knapp konnte ein Abstrich genommen werden. Ja, diese Studien sind in Kooperation des Roten Kreuzes und der Medizinischen Universität Wien entstanden.
Und wo ich heute darauf eingehe, sind wirklich diese Befragungsdaten, das heißt von diesen 1500 zu beiden Erhebungszeitpunkten circa. Ja, hier ist, was man relativ schön sieht, ist auch in einheitlich mit den Registerdaten, die zuvor präsentiert wurden. Wir sehen eine Normalisierung des Arbeitslebens, wenn man vom April auf Mai vergleicht. Weniger Leute sind auf Urlaub oder von Betriebssperre betroffen. Wir sehen auch wieder eine eher Rückkehr zur gewohnten Arbeitszeit. Wir haben Personen gefragt, die vor der Pandemie und auch zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig waren, wie viel sie denn jetzt im Vergleich zu vorher arbeiten. Im April haben hier noch 37% gesagt, dass sie weniger als zuvor arbeiten, also weniger Stunden. Schaut man sich das im Mai an, dann sagen das nur noch 26%. Man sieht, dass der Anteil der Personen, die vor der Krise und Ende Mai genau oder ungefähr gleich viel arbeiten, sich auf jeden Fall deutlich erhöht hat. Und es gibt weiterhin einen relativ stabilen Anteil von Personen, die berichten, mehr als zuvor zu arbeiten. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer Tätigkeit. Also man hat viel forschen müssen, viel produzieren müssen. Da hat man meistens dann doch mehr während der Krise gearbeitet als vor der Krise. Glaube ich, was man in Sozialwissenschaften durchaus sagen kann. Ja, wir haben dann auch erst in der zweiten Studie der Frage nachgegangen, die heute schon öfters medial oder auch medial oft besprochen wird, ist, was bedeutet denn das für die Arbeit und die Familie? Also wenn man jetzt zu Hause arbeitet und die Kinder sind auch zu Hause, weil eben Homeschooling oder Home-Kindergartening oder wie wir auch immer das jetzt nennen wollen, stattfindet, das macht dann natürlich etwas mit den Menschen. Was wir hier im Mai erhoben haben, also hier haben wir keine Vergleichswerte zu April, deswegen kann ich hier nichts sagen. Was wir aber hier sehen ist, dass 21% der befragten Personen berichten, dass sie zumindest manchmal Schwierigkeiten haben, sich aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen auf die Arbeit zu konzentrieren. Der Anteil der Personen, die angeben, dass sie aufgrund der Arbeit das Gefühl haben, dass sie zu wenig Zeit mit der Familie verbringen, ist bei 34%. Relativ eindeutig sieht man hier, dass vor allem Personen mit kleinen Kindern, das heißt Kinder im Säuglingsalter, Kinder im Kindergartenalter, Kinder im Volksschulalter, hier der Anteil wesentlich höher ist. Also diese Personen haben selbstverständlich noch mehr Schwierigkeiten, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, weil, also Sie kennen es, sie sind zu Hause im Homeoffice, aber die Kinder sind auch zu Hause. Und beides parallel nebeneinander ist natürlich optimal, nicht immer möglich. Also hier auch ein Bild, was von diversen, was man gleich persönlich kennt und auch sich in Ergebnissen einfach zeigt. Was wir auch sehen ist, es wird ja immer diskutiert, kommt diese neue Art des Arbeitens, werden wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten, werden alle noch virtuell arbeiten. Ich habe hier keine Vergleichswerte, wie das jetzt im März war, sondern wir haben hier nur die Werte von April und von Mai. Wir sehen im April haben noch 33% gesagt, dass sie hauptsächlich zu Hause arbeiten. Und im Mai waren das dann nur noch mehr 26%. Das heißt, man sieht auf jeden Fall hier einen Rückgang von Homeoffice. Was aber hier auch ganz klar zu erkennen ist, was wir auch schon diskutiert haben schon zuvor, ist, Homeoffice betrifft nicht alle gleich. Also vor allem Personen mit einem sehr hohen Bildungsabschluss haben hier einen weitaus höheren Anteil von Personen, die im Homeoffice arbeiten. Wir hatten heute das Bild des Installateurs, der Installateurin. Diese Person kann schwer im Homeoffice arbeiten. Also das heißt, diesen Bildungseffekt oder von mir ist auch Brancheneffekt, sieht man hier relativ eindeutig. Ja, also bei Personen mit Universitäts- und Fachhochschulabschluss sind es 47%, die im Homeoffice jetzt im Mai, Ende Mai gearbeitet haben. Bei berufsbildenden höheren Schulen waren das nur noch 30%. Obwohl das sicher nicht einer der Branchen ist, den typischen Installateurinnen und Installateurinnen entspricht. Aber man sieht einfach in der Bildung, dass es relativ klar nach unten geht, desto niedriger die Bildung ist. Ja. Genau, also es waren jetzt ein paar Sneak Previews von unseren Forschungsdaten. Für mich hier ganz wichtig mitzuteilen ist, dass, wie auch der Kollege Kittel schon zuvor gesagt hat, also wir kooperieren hier auch mit AUSTA. Unsere Daten der ersten Covid-19-Prävalenzstudie finden Sie schon bei AUSTA mit Fragebogen, Codebook, allen drum und dran, Kurzbericht. Die Daten der Ende Mai stattfindenden Studie sollten nächste Woche an AUSTA weitergeleitet werden. Das heißt, hier sind wir auch bester Hoffnung, dass die bald für alle verfügbar sind. Und was vielleicht auch für viele Leute wichtig ist, dass die Daten vom Mikrozensus, das heißt der Labor Force Survey, vom ersten Quartal, sprich von Jänner bis März, auch ab Juli bei AUSTA zur Verfügung gestellt werden. Und wieder 3 Monate später kommt dann das nächste Quartal. Das heißt, man hat hier auch Vergleichsdaten, dass man hier sicherlich gut forschen kann, wenn man das möchte. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Präsentationen. Und jetzt haben wir noch einige Minuten für Fragen. Es ist auch eine Frage online gestellt worden. Und 11.15 Uhr sollten wir uns dann bemühen, in die Co-Creation-Session zu kommen. Das heißt, wenn Sie sozusagen kleinere Fragen auch direkt an die Studienautorinnen haben, glaube ich, können Sie es dann stellen. Ich gehe nur sicherheitshalber hierher, dass man mich auch sieht. Und möchte fragen, ja, gibt es aus dem Publikum hier mal eine Frage? Also bis Sie Ihre Frage formuliert haben, bringe ich einmal die aus dem Internet. Und zwar war die Frage zur Präsentation vom WIFO von Ihnen. Der Anstieg an Beschäftigungsverhältnissen am 16. März, also direkt zum Lockdown, wie sich der erklärt. Da war auch ein, oder Entschuldigung, war das, nein, war das die von der Statistik Austria, Entschuldigung. Die Frage an die Frau Seitsch, die ist aber gerade mit dem Mikrofon beschäftigt. Hat sich vielleicht da in der Zwischenzeit schon im Publikum eine Frage ergeben? Judith Kohlenberger von der WU braucht ein Mikrofon. Da ist eine Frage, kriegt sie meinen? Nein, da ist das Mikrofon, genau. Ja, danke für die drei sehr spannenden Vorträge. Ich finde es auch sehr schön, endlich wieder eine Präsenzkonferenz zu haben. Das möchte ich nutzen. Ich habe einerseits ein paar kurze Verständnisfragen, was die Studie von der WU betrifft. Da würde mich ganz kurz interessieren, vielleicht habt ihr es eh gesagt, aber noch einmal zur Wiederholung, wie genau erhoben wurde und auch gestreut wurde und ob man mit diesem Bildungsbias, der doch sehr deutlich ist, ich glaube 65% Akademiker, Akademikerinnen, ob man da mit Gewichten arbeiten wird, um das ein bisschen abzufangen, also welche Möglichkeiten gibt es da? Und beim Vortrag von der Frau Bock-Schappel, was ich auch sehr spannend finde, Sie haben da gesagt, dass die Beschäftigungseinbußen einerseits vor allem Arbeiterinnen betreffen, aber in dieser Folie ist mir auch aufgefallen, AusländerInnen wesentlich deutlicher betroffen als InländerInnen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu sagen, vor allem auch dahingehend, wie jetzt Ausländer definiert sind, also ob das auch EU-Bürger mit einbezieht und ob man da auch ein bisschen sowas über die Branchen dann konkret sagen könnte. Und als letzten Punkt noch von Professor Korunker, ich fand es sehr spannend und wichtig auch, dass Sie diese prekären Beschäftigungsverhältnisse angesprochen haben, weil irgendwie kommt mir vor, dass wir da fast in einer Art Teufelskreis drinnen sind, weil mit der wirtschaftlichen Unsicherheit nimmt die Leiharbeit zu, aber gleichzeitig sehen wir, dass die großen Infektionscluster jetzt genau dort auftreten, wo es eben prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, die aber wieder am Zunehmen sind, nicht? Also wie kann man da irgendwie sinnvoll entgegensteuern oder gibt es da Maßnahmen zu sagen, diese ganzen Transaktionskosten, die mittlerweile auch das Infektionsrisiko beinhalten, ob man da noch irgendwas unternehmen könnte? Danke. Ich gebe vielleicht als erstes an die Gruppe von der WU weiter zur Beantwortung. Okay, dann fangen wir mit der zweiten Frage an, mit den Gewichten. Wir sind so weit weg von Repräsentativität, dass wir uns einfach dafür entschieden haben, nicht zu gewichten. Weil wenn wir das machen würden, würden einfach einige wenige Beobachtungen ein sehr hohes Gewicht bekommen und wir müssten dann irgendwo abschneiden. Und jetzt haben wir uns einfach explizit dagegen entschieden und wir sprechen hier über die Gruppe gut ausgebildeter Frauen im Homeoffice und das sind die, um die wir gut abdecken können in der Studie. Und wie kommt es dazu? Es hat natürlich auch damit zu tun, wie wir diesen Fragebogen gestreut haben. Wir haben den Fragebogen über Newsletter ausgeschickt von der WU, auch über Newsletter von Gewerkschaften, explizit so mit der Idee, dadurch diesen Bildungsbias ein bisschen weg zu bekommen. Wir sind dann auch kreativ worden und haben das in Facebook-Gruppen für zum Beispiel Mütter oder gestresste Eltern verteilt. Genau. Ja. Zu Ihrer Frage zu den Beschäftigungseinbußen von den ausländischen Arbeitskräften. Also es ist nach der Staatsbürgerschaft, das ist ja die Datengrundlage, ist der Hauptverband. Das ist einerseits der Branchenkonzentration geschuldet. Also wir haben vor allem in den Wintermonaten sehr viele Saisonkräfte, ausländische Arbeitskräfte, vor allem im Tourismus.
und natürlich auch sehr viele ausländische Arbeitskräfte im Arbeitskräfteverleih, die natürlich hier überproportional stark betroffen waren. Und was aber noch dazu kommt, ist, wenn Sie bedenken, Mitte März wurden ja dann auch die Grenzen geschlossen und sehr viele Pendlerinnen konnten nicht mehr in Österreich arbeiten. Und das war natürlich auch ein Grund dafür, dass wir hier die Beschäftigungseinbußen bei den ausländischen Arbeitskräften haben. Die konnten einfach schlichtweg nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz in Österreich kommen. Und es waren natürlich sehr viele Ungarinnen, Slowaken, Slowakinnen. Und da rede ich nicht von den Pflegekräften, sondern die eigentlich ganz klassisch sehr viele Arbeitskräfte aus den Grenzregionen, Ungarn, Slowakei oder eben auch Tschechien oder Slowenien, die einfach nicht mehr über die Grenze konnten und hier in Österreich arbeiten. Ja, zu Ihrer Frage. Also ich würde sagen, die kritische Nachricht ist, die Polarisierung findet statt in vielen Bereichen und die Krise führt ganz klar zu einer Polarisierung. Das kann man in all diesen Daten einfach ganz eindeutig sehen. Ich denke, das Einzige, was man da beitragen kann, ist quasi auf die Echtkosten hinzuweisen. Es gibt eben Transaktionskosten und Leiharbeiter kosten Geld und zwar kosten verdammt viel Geld. Sie kosten unter Umständen langfristig Geld mit psychischer Gesundheit über lange Zeiträume. Sie kosten verschleiert Geld über Arbeitsunfälle und. Und ich glaube, das ist die einzige, oder da könnte auch wieder eine Möglichkeit in der Krise bestehen, dass diese Kosten gesehen werden. Gut, vielen Dank. Es war noch einmal die Frage aus dem Internet an die Frau Wanek-Seitsch, wie sich der Anstieg der Beschäftigungsverhältnisse am 16. März erklären lässt, weil da auch sehr viele Menschen angestellt worden sind offensichtlich. Am 16. März gab es eine hohe Anzahl an Beschäftigungsbeendigungen. Genau, aber es ist auch dieser blaue Balken erstaunlich hoch für wahrscheinlich die Person, die das im Internet jetzt gefragt hat, gewesen, auch an Arbeitsbeginn bzw. neuen Beschäftigungsverhältnissen und ob Sie dafür eine Erklärung haben. Es war ein Montag. Montag sind typischerweise relativ viele Beschäftigungsaufnahmen und wenn jetzt ein Beschäftigungsverhältnis geplanterweise am 16. März wo man ja im Vorfeld nicht wissen konnte schon, dass da der Lockdown sein wird, dann hat es natürlich auch am 16. März Beschäftigungsaufnahmen gegeben. Wie nachhaltig die waren, habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist eine Frage, die ich mir nicht angeschaut habe anhand der Daten. Aber ja, es gab auch Beschäftigungsaufnahmen. Okay. Mhm. Gut, danke schön. Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Bitte. Danke. Also ich habe jetzt keine Frage an einen spezifischen Vortrag, sondern eine generelle Beobachtung, dass wir halt vor allem in der Veranstaltungsbranche Kunst, Kultur, Gastronomie große Einbrüche haben und man sagt, okay, wir müssen umschulen oder irgendetwas Neues finden für diese Menschen. Und hier stellt sich eben die Frage, können wir diese Personengruppen warten lassen, dass sich schon irgendwie die Pandemie verzieht? Oder müssten wir jetzt politisch massiv Umschulungen in Richtung, ich denke jetzt mal spontan, digitale Gastronomie, vor allem auch der Kunst-Kulturbereich, was könnte man tun, um diese Leute wieder in Beschäftigung zu bringen? Ist es die Umschulung oder was kann man für diese Menschen tun? Es betrifft ja vor allem, wir sitzen hier gemütlich in der ersten Veranstaltung und die Leute, die betroffen sind, sind Arbeiterinnen, junge Menschen, die jetzt teilweise vor dem Nichts stehen. Also die Frage ist, was können wir für diese betroffenen Gruppen tun? Gibt es da irgendwelche Ideen? Ich weiß jetzt nicht, das ist ein bisschen, ich habe jetzt nicht einen spezifischen Kopf, aber ja, eine generelle Frage. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist auch eine super Frage nachher dann gleich für die Co-Creation Session, die wirklich sozusagen eine weitere Diskussion ermöglicht. Eine Beobachtung möchte ich auch noch teilen, die sozusagen in methodische Richtung geht. Also Sie haben eben Ihre Online-Befragung angesprochen und sozusagen die Implikationen, die damit einhergehen. Und es haben sehr viele Online-Befragungen stattgefunden und ich glaube sozusagen, da wird es noch auch eine Aufarbeitung brauchen oder sie wäre zumindest wertvoll, was heißt Repräsentativität, was heißt online als Methode für die sozialwissenschaftliche Forschung in näherer Zeit, weil jetzt wirklich eine hohe Dynamik drin war. Noch einmal die Frage, ob es eine letzte Frage gibt oder jetzt schon spontan eine Reaktion auf Ihre Stellungnahme vorher, weil ansonsten würde ich, glaube ich, das hier abschließen und an die Elisabeth Frankus für die Co-Creation Session übergeben. Gut, nachdem ich keine dringende Frage sehe, übergebe ich das Wort und auch das Mikrofon.
Gut, das heißt nämlich auch, dass jetzt, glaube ich, die Session für die Teilnehmerinnen online jetzt damit zu Ende ist und Sie dann zur, spreche ich in die Kamera, nächsten Session um 13 Uhr, wenn ich mich nicht irre, zur Daseinsvorsorge und Gesundheit wieder herzlich willkommen sind.